Moin, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu diesem fantastischen Stream. Hier mit mir, der gerümpelte Kiste. Tomatenkopf, moin. Luxury ist wieder am Start, wie immer. Bester Mod. Hat übrigens jetzt den ganzen Discord überarbeitet. It's Dexter ist auch wieder am Start. Looney, moin. XW auch am Start, heute mal. Gestern warst du ja nicht dabei. P-Man, moin. Felix. ACE-Saft, ich will ja immer Ace sagen. Ich bin so von One Piece drin. Maxi, moin. Linus, auch wieder da. The Dark Link, moin. Simone Reske. Aha, moin. Marcel, moin. The Boost Stars. Servus. LP Gaming, servus. Na? Ihr Geilen. Habt ihr Bock? Ich bin richtig begeistert. Wir haben sogar heute Musik am Start. Aber ich sehe gerade schon, mein Programm spielt gerade schon ein bisschen wieder verrückt. Aber sollte sich gleich legen. Habt ihr Lust auf The Forest? Wie geht's euch so? Ich habe mega Bock. Ich müsste eigentlich mal hier... Vor allem habe ich mega Bock auf morgen, denn morgen werden wir... Digga, ich bekomme das hier nicht auf. Werden wir den 5000-Abo-Stream machen. Was ist denn das für eine Shit? Was ist denn das? Ich hasse... Also Arizona-Eistee trinke ich ja sehr gerne, aber ich hasse den Verschluss. Ich bekomme den nie auf, ey. Oh, wunderbar. So, wir werden uns gleich hinsetzen und werden weiterspielen. Gestern der Stream einfach über 80 Likes. Ja, der war ganz nice. Ich starte schon mal. Erstelle eine Lobby. Ihr Lieben. Und dann switchen wir mal um auf live. Wunderbar. Wunder Bierchen. The Forest. Spiel starten. So, nach dem gestrigen Stream auf schwer. Das erste Mal in meinem Leben auf schwer. The Forest. Also live on cam. War auch ziemlich schwer. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe das schon lange nicht mehr auf schwer gespielt. Ich spiele es eigentlich generell immer auf normal. Da kann ich bauen. Und bin ich so abgefuckt. Ja. Heute werden wir jedoch... wir haben ja jetzt hier die Bude hier ein bisschen fertig gebaut. Und ich würde sagen, wir begeben uns gleich... Also, ich muss hier immer noch Einstellungen machen. Game of Play. Zackedi, zackedi. Hallo. So, ja. Wunderbar. Würde ich sagen... Dass wir... mal was essen. Wie hier das zum Beispiel. Und dann gehen wir mal noch ein bisschen auf die Jagd. Denn ich sollte... Oh, hier kommen ja die ganzen... komm her. So. Dich habe ich auch. Mal die Federn hier sammeln, ey. So, und dich? Leute, ihr braucht eigentlich gar keine Federfarm. Das hier ist einfach so gut. Komm hier einfach her, landen. Hier kann man immer alles aufsammeln. Wollen wir jetzt erst was zu essen? Wäre eine Ironie, wenn du jetzt gleich abkratzt. Digga, es wäre so hart Ironie. Ich lege hier noch was zu essen auf. Kann ich den wieder einsammeln? Hier das Fleisch auch. So, dann essen wir das noch. Ingo Clip, moin. Schön, dass du eingeschaltet hast. Essen wir das noch? Dann gehen wir auf die Jagd. Ne, ich sollte mit den Fällen jagen. Die anderen sind stärker.
Stream abgekackt? Nö. Stream ist doch top. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit mit YouTube los ist. Nein, jetzt hat er doch den Hasen gegessen. Da, fuck, das wollte ich nicht. Ich wollte die zwei Sachen da unten essen. Mist. Ah, ne. Moment, der hat den Hasen nicht gegessen. Sehr gut, so. Ich mache mal ein bisschen System. Lauter. So. Was machen wir? Ich besorge... Ah, ah, da, fuck. Nein, 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 nein. Sehr gut. Ich brauche Hasenfell. Denn ich will mir noch so Stockbeutel und sowas machen. Damit ich mehr Stöcke habe, damit ich mehr Pfeile und sowas craften kann. Was brauche ich denn noch für Stockbeutel? Was waren das noch? Seil. Ich mache mal Seil in die Mitte. Was waren das noch? Stockbeutel waren einmal Kaninchen, drei Stoff. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nee, hä? Stockbeutel. Und einmal Kaninchen. So, jetzt habe ich einen Stockbeutel. Jetzt machen wir jetzt noch einen Steinbeutel. Das war Wildschwein. Wildschwein habe ich da auch schon hier. Nee. War das noch ein Seil? Ah, Steinbeutel waren drei Seile. Mist. Aber ich habe hier genug Stoff. Ich hab Stoff und Schnaps. Hallo? Leg doch rein. So, jetzt habe ich noch einen Steinbeutel gecraftet. Hab heute mit meiner Mom The Forest durchgespielt. Ja, nice. Hallo? So. Ich mach noch ein paar Seile. Was ist denn los mit meinem Spiel? Wo gibt es eigentlich Waschbären? Guck mal, ich habe ein Video dazu gemacht. Linus? Stimmt was mit dem Stream nicht? Stream läuft doch 1A. Oder? Läuft doch wunderbar. Was war denn das jetzt? Warum quittet der jetzt raus? Wenn ich mir was zu essen hole. So. Erster Dislike. Ja, das ist normal. Also nicht so schlimm. Das ist immer so. Es liegt vielleicht auch ein bisschen am Wetter. Es regnet hier verdammt. Viel. So, was brauche ich noch? Ich brauche noch einen Köcher, brauche ich. Ja, stimmt. Einen Köcher und Speertasche. Ja, ein Köcher wäre noch nice. Dann muss ich noch ein paar Hasen jagen. Jo, bin wieder da. Hatte vorhin einen heftigen Kampf gegen einen Alligator in der Forest. Er hat gewonnen. Hast du einen Tipp, wie ich einfach besiege? Immer von oben. Stell dich auf den Alligator drauf und schieß die ganze Zeit von oben Pfeile auf ihn. Das ist sein Schwachpunkt. Sein Schwachpunkt ist immer sein Kopf. Spaß, Bruder. Support für immer. Ich bin Apparat, ja. Deine Streams sind so chillig, einfach perfekt zum Gucken. Hört ihr Audio? Hört ihr Umgebungsaudio hier? Ist ziemlich leise, oder? Ich brauche noch einen Hasen. Hier, geil. Was habe ich bei Part 1 verpasst? Wir haben hier hinten so ein bisschen das Haus gebaut und sonst eigentlich nicht viel. Ich habe hier die Kettensäge besorgt. Sonst habe ich nicht viel gemacht. Maxi, klar kann ich dich grüßen. Moin. Danke, dass du eingeschaltet hast. H.
Hasen. Ist es gut, Hasen nachts zu jagen? Wie kann ich donaten? Ich habe einen PayPal-Link in der Videobeschreibung. Aber ich kann dir nicht versprechen, dass es angezeigt wird. Irgendwie stimmt hier was nicht mit den Donos. Tipps für Anfänger, bin nämlich neu. Ja, guck mal, ich habe ein Video dazu gemacht mit Anfänger-Tipps. Ich finde, Ton ist gut, so nur die Kettensäge nervt ein bisschen. Ja, die Kettensäge ist auch ein bisschen laut. Digga, wo ist denn jetzt? Ich muss mich jetzt ganz kurz mal konzentrieren auf den verdammten Hasen, ey. Wie, irgendwo noch ein Hasen. Ich höre immer was, aber im Endeffekt ist es kein Hase. Vor allem, hier sind hier nie, also hier, wo wir jetzt gebaut haben, sind so wenig Hasen unterwegs, das nervt mich echt. Aber auf der Bäreninsel ist das immer besser. Da sind auch so viele Echsen unterwegs auf der Bäreninsel, alle 2 Meter. Ich gehe da auch jetzt hinjagen, ey. Fuck off, die ist ja eh da hinten. Ich laufe einfach mal dahin. Dann machen wir uns die ganzen Sachen. Besorgen uns gerade von dem Ecken da auch noch Dynamit. Ja, nice, schrei doch. Joey in the Forest? Nein. Habe ich nicht gesehen. Ist da hinten lang. Sieht man das, wenn man donatet? Ja, normal sollte das, sollte man das... Oh, fuck. Normal sollte man das sehen, aber... Oh, da fuck, ab ins Wasser. Aua! Ja, Leute, da wär's fast gewesen. Ja, nice. Ja, nice. Da wär der Tod fast da gewesen. Wie kann man ein Kletterseil setzen? Das kannst du nur an Foundations und sowas befestigen. Und mich kommt der Alligator jetzt nicht ins Wasser. Dann platze ich, ey. Ja, komm du mit ins Wasser. Du, der ist tot. Der ist tuck. Och, Alter, ich hätte nicht gedacht, dass die so gut sind. Dann gib mir meinen Pfeil. Das wäre sehr nett. Was war das für ein Move? Oh, fuck! Ich komme nicht da hoch, ey. Es kann nicht wahr sein. Ich platze hier gleich. Mir platzt so hart der Arsch. Digga, ich geh pennen, ey. Was für eine beschissene Nacht. Ich hatte so eine beschissene Nacht gerade. Komm. Was? Warum bricht denn der ab? Bricht er nicht ab? Danke.
Ja, Ironie, ich rieche sie schon, ja. Es ist, puh. Kennst du Joey? Nein, ich kenne keinen Joey. Du bist halb tot, was passiert? Ja, die reißen mir gerade hier heftig den Arsch auf, weil ich nichts habe. Ich habe keine Rüstung, gar nichts. Und ich möchte gerne hier jagen, aber hier gibt's nichts außer Schildkrötenfleisch. Hier sind noch ein paar Federn. Ja! Nee, hab nicht genug. Hab nicht genug. Kann ich was trinken? So. Jetzt aber. Ich brauche noch Hasen, damit ich mehr Pfeile herstellen kann. Kann ich was essen für meine Energie? Wieder Vogelhotel, ja. Ich versuche jetzt nochmal an den. Ich gehe jetzt darüber. Versuche jetzt da noch ein paar Hasen zu fangen. Damit ich mir endlich den Köcher bauen kann. Das regt mich gerade auf. Ja, aber ohne Rüstung und so, da jetzt in die Höhlen zu gehen, ist echt kacke. Das machen wir nicht. Erstmal um 20 Uhr Gerümpel gucken. Was gibt's Besseres? Ja, eine Gerümpelkiste, die auch was kann. Was ist ein Ligma? Was ist denn ein Ligma? Ich habe echt am falschen Ort gebaut. Oh, ja. Sonnenhut stecken wir uns mal ein hier. Den hatte ich die ganze Zeit nicht. Brauchen wir für Ausdauer. Noch Medikamente, ganz, ganz wichtig. Und Schokolade. Und Stoff. Und Schnaps. Ja. Stimmt. Ich hab ja noch hier. Ach, bin ich dumm. Echsenhaut. Sollte mich retten. Zack, zack. Zacke die. So, jetzt kommen wir an meinen Lieblingsort. Und da holen wir uns nachher, jetzt gehen wir hoch ans große Dorf, holen uns dort Dynamit. Dann gehen wir uns noch die Kletteraxt schnabulieren. Hier läuft kein einziger Hase rum. Was ist denn los hier? Habe ich so hart bei deinen Videos gespoilert. Ja, es passiert halt. Aber das Spiel ist schon so lange draußen. Da kann ich leider nicht auf jeden warten. So, steck mir das ein. Ja, hier fängt es direkt an. Hier ist, also Bäreninsel, Leute, ich gebe euch einen Tipp. Baut auf der Bäreninsel beste Ecken, um zu überleben. Weil hier laufen so viele Echsen und Hasen und sowas rum. Wie du es mal in einem Video gesagt hast, Tarnrüstung kann sehr gut sein. Also mach Tarn statt Echsenrüstung, okay? Schick das hier alles mal ein. Jawohl. Aber ich gönne mir noch ein bisschen Tarnrüstung. So, wir essen hier mal noch was.
Muss in der Forest nicht beten. Ja, die Werbung, keine Ahnung, warum das ist. Leute, keine Ahnung, warum mittendrin Werbung kommt. Vermutlich verliert YouTube die Verbindung zu meinem Stream. Was ich auch nicht verstehen kann. Ah, ich sende hier... Ich weiß nicht, was es ist. Es liegt halt immer noch an unserem Netz hier. Wir haben seit Corona hier so schlecht Internet. Das ist unglaublich. Ich hoffe, das wird sich irgendwann wieder legen. Nee, ich faste nicht. Nur wenn du in der wirklichen, wenn du in der wirklichen Umwelt ausgesetzt bist, dann fastest du nicht. Dann frisst du das, was auf den Teller kommt oder was dir vor die Nase kommt. Zack. Wie das zum Beispiel. Wo sind denn die ganzen... Ah, da ist noch einer. Da fuck. Ah. Bleib stehen. Gott sei Dank. Ich habe einen. Wunderbar. Zack. Oh, nee, den kann ich nicht mehr tragen. Hab jetzt zwei Hasenfell. Nee, jetzt habe ich eine. Ist egal, ich habe jetzt die Echsenhaut nochmal angezogen. Sollte so jetzt besser passen. So. Gut, zu essen habe ich jetzt auch ein paar Sachen. Ich gehe mir noch den, ich gehe mir jetzt noch dieses Dynamit holen. Und dann können wir eigentlich wieder zurück. Ich müsste doch hier noch einen Hasen finden. Hier laufen doch immer Hasen rum. Ah. Wenn ich vom Teufel rede. Jetzt bleibt er eh stehen. Ja. Sehr gut. Kam gerade dreimal hintereinander. Oha. Also, ich habe nichts damit zu tun, Leute. Sehr gut. Köcher ist fertig. Für was für Pfeile? Digga, warum mache ich mir einen Köcher? Ich habe nicht mal Pfeile. Yep. So. Ja, YouTube zeigt mir an, sehr gute Verbindung vom Stream, aber dennoch reißt die Verbindung manchmal ab und dann, glaube ich, lädt YouTube nach. Keine Ahnung. Wäre cool, wenn es in Sons of the Forest Wölfe gäbe, die in der Nacht kommen. Ja. Ja, allgemein. Tiere. Raubtiere, die dich angreifen. Wäre gut, dass es sowas gäbe. Oh ja, jetzt muss ich aufpassen. Ich brauche das Dynamit, Leute. Das ist alles, was ich eigentlich brauche. Und den Stoff. Dynamit liegt da hinten. Die Karte. Wir haben immer noch nicht die Karte. Die gönne ich mir immer gerade. Weißt du, wann Sons of the Forest rauskommt? Dieses Jahr soll es rauskommen. Mehr wissen wir alle noch nicht. Was ist dein Standard-Kit, womit du immer startest? Man startet immer mit dem gleichen Zeug. Oder meinst du, mit was ich so am besten spiele? Meinst du das? Das ist bei mir ganz klar der Bogen. Der moderne Bogen, den wir uns auch noch holen werden. Aber dazu brauchen wir noch die Taucherrüstung. Werden wir uns alles noch holen. So. Ich mache uns mal noch ein paar Brandpfeile. Ne, ich mache uns erst Molles. Molles. Erstmal Molles. Aber. Ich könnte dir... So.
So, für die nächste Höhle. Welcher Tag ist bei dir denn schon? Ich glaube, Tag 5. Wäre auch nice, wenn in Sons of the Frost die Kannibalen gegen die Tiere kämpfen würden. Ja, stellt euch das mal vor. Ihr kommt da so raus aus eurem Haus so und dann denkt ihr so, ah, fuck, was geht denn hier ab? Ey, da kämpft da so ein Bär gegen 40 Kannibalen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ja, ich weiß, aber trotzdem. Kann man noch auf die Häuser hoch? Hier noch ein paar Seile abrippen. Nee, geht nicht mehr. Muss also aufpassen. So, wir gehen da runter. Hier sind noch IR-Flares. Wir sind nicht bei Battlefield. So, hier oben ist noch die Schaltplatinen mit. Ah, da fängt es schon an. Komm her. Gib mir mal einen Pfeil hier. Digga. Sehr gut. Schöner Schuss ins Herz. So, hier war es Dynamit. Ja. Gönnen wir uns das Dynamit. Ich sollte... Ah ja, ich habe auf 3 den Speer. Stimmt. So, noch Wasser. Ich finde das doof, dass die Dosen da so weit wegfliegen. Ja, wir haben genug Dosen. Hier noch schön die Koffer durchsuchen. Ganz wichtig. Immer wenn ihr hier seid, durchsucht euch Koffer. Schnappt euch immer das, was da drin wieder spawnt, weil es kommt immer wieder. So wie das Spiel nur gestartet hat. Warum gibt es ein... Ich meine, was du am Anfang immer machst, kleine Hütte, großes Haus und welche Waffen? Am Anfang, also am Anfang besorge ich mir eigentlich immer die Kettensäge, damit ich schneller abbauen kann. Damit ich schneller abbauen kann, dann das Katana. Und dann, Kettensäge und Kletteraxt kann ich mir immer so in meinem Weg zusammenholen. Dann das Katana. Dann die Tauchausrüstung, der moderne Bogen. Und zum Schluss dann die Pistole. Die gönne ich mir immer zum Schluss. Die Pistole hat mehrere Teile benötigt, die ich immer noch nicht im Kopf habe, wo die überall sind. Also, ich muss da immer wieder mein Video gucken, wo ich mich einmal informiert habe. Ja. Ist ziemlich viel. Wäre cool, wenn es in Sons of the Frost mehrere Kannibalenstämme gäbe, die sich gegenseitig nicht mögen. Ja, das könnte auch so passieren. Oder da ist ein Grauer, da muss ich aufpassen. Alter, er geht so ganz smooth weg. So. Ich schieße mit meinem hässlichen Pfeil in seine Richtung. Er geht so ganz smooth weg. Digga, interessiert mich nicht. Verpiss dich hier aus meinem Dorf. Warum gibt's ein Blau Virginia Armsee, aber kein Cowman? Sind die Blauen männlich oder so? Oh, das ist eine gute Frage. Kann ich dir nicht beantworten. Ich denke eher, dass das gleiche System ist. Das gleiche System ist. Alter, meine Stimme heute. Brutal. Das gleiche System ist wie bei den Kannibalen, dass die Grauen halt ein bisschen stärker sind. Stimmt, die moderne Axt. Ich hole noch gerade die moderne Axt. Das ist auch eine gute Idee. Grüße aus der Schweiz, Marc. Moin. Am Ende des Tages ist es Nacht. Ich mag solche Zitate. Die stimmen halt. Was hast du eigentlich gedacht, wo die gefragt haben, ob du fastest? Naja, ob ich im echten Leben faste. Mache ich auch nicht. Ich bin ein fettes Stück Scheiße. Von daher... Mein Leben besteht darin, Leute zu essen. Nee, ich faste nicht. Ich bin kein Typ zum Fasten. Nicht aus dem Glaubensbereich heraus und auch nicht allgemein so. Gesundheitsmäßig oder irgendwie sowas. Mach ich nicht. Hab mich nie interessiert. Jetzt muss ich mich echt ein bisschen orientieren. Ob ich hier auch richtig laufe. Ich muss zu dem See.
Manchmal habe ich es noch ein bisschen. Ja, ich könnte richtig sein. Wie kann man mit dir Valheim spielen? Mit mir kann man Valheim erst dann wieder spielen, wenn das neues Update kommt. Dann wird wieder hart gesuchtet. Und dann können wir gerne mal so ein so einen kleinen Stream machen, in dem wir zusammen zocken. Wir haben ja einen eigenen Valheim-Server. Ich muss immer wieder auf die Map gucken. Ich laufe hier völlig am Rand. Ich spiele das Spiel so oft und ich habe schon so oft durchgespielt. Ich kenne mich in manchen Teilen der Map einfach null aus. Ja, Luxury Voice Crack des Todes. Mr. Gumtube TV, moin. Die zwei mit den Dislikes sind ehrenlos. Ja, die haben ja sonst nichts im Leben. Lass die. Die kennen das Gefühl. Ja, zum Beispiel. Ja, hier, da muss man aufpassen. Die haben so. Die haben so. So rot leuchtende Hände, wenn die zuschlagen. Geh mal. Ja. Halt dein Maul. Schrei mich nicht an. Sehr gut. Komm her, komm. Ja. Was war denn das? Der hat den Pfeil einfach abgefangen noch, der Leichnam. Oh, schön zwischen die Zähne. Siehst du, deswegen sollst du dir die Zähne putzen. Sonst bekommst du einen fetten, hässlichen, braunen Pfeil ins Gesicht. Wie kann man in der Faust so gut werden wie du? Du musst so krankhaft sein und einfach spielen. Spiel das Spiel. Spiel es. Ich habe noch, im Vergleich zu anderen Leuten, wie zum Beispiel dem lieben Xantax auf meinem Kanal, auf meinem Discord-Kanal, der hat schon 500 Stunden in dem Spiel. Ich habe vielleicht 130 Stunden im Spiel, aber ich spiele das halt einfach. Ich zock's einfach durchweg und ich habe einfach, ja, ich habe so oft gespielt, dass man so langsam so eine Routine reinbekommt und ungefähr weiß, wie man gegen Mutanten und Kannibalen und sowas kämpft. Ist dann einfach so drin. In den Händen. Ja, warum disliked man überhaupt? Ja, es gibt Leute, die gönnen einem nichts. Das ist das Leben. So ist das Leben. 10 Euro, wenn du noch zwei Mutanten triffst. Luxury. Wenn ich heute noch zwei Mutanten treffe, dann donatest du mir auf jeden Fall 10 Euro. Das ist sicher, Digga. Aber da die Donation hier. Ah, Wasser. Ja, sehr gut. Da die Donation ja irgendwie hier nicht angezeigt werden, was ich super scheiße finde. Oh. Ich zieh mich mal um. Komm. Ja, Karohemd. Ich bin im Wald, ein Holzfäller. Hab mich hier verlaufen. Hab hier mal so ein Dorf gefunden. Hier sieht's irgendwie komisch aus. Hier ist überall Blut und hier sind komische Leichen. Aber Digga, ist ganz normal in Kanada. Die scheiß Hütte hier ist wirklich in Kanada. Also in der Nähe von Kanada. Insel. Ich sollte nicht mein Maul so weit auffressen. La 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 la. Ich knacke pinke Koffer. Ich hab Angst, irgendwas. Ja. So, jetzt müssen wir hier lang. Du. Ich wäre so gern wie du. Schubidu-wap. Das hier ist übrigens der beste Farmspot im ganzen Spiel. Leute. Dieser Spot hier ist der beste Farmspot. Wir gehen aber jetzt rein mit, wie machen wir das am besten? Ich hol mal die Waffe raus und zünd die natürlich dann direkt an, wenn wir reingehen. Der Stream wird noch lange gehen, ja. Ist das schlimm? Das mit Valheim wäre Ehre. Bist der Beste. Danke, Felix. Du musst entweder XW heißen oder Game Mode 1 in den Chat schreiben. Ah.
Bitte nimm. Nee, ich nehme ungerne die Beine und Arme mit. Ich mag das nicht. Sollte man auch nicht tun. Die Höhle in der Nähe der Yacht, was ist da drin? Ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt auf Anhieb nicht so. Ja, genau, ich bekomme God-Mode, wenn ich Kannibalen fresse. Das ist leider nicht der Fall. Hier sind übrigens, hier liegt übrigens ganz viel Stoff. Hier sind drei graue Gegner, hier müsst ihr aufpassen. Ich schleiche mich mal ran. Mit einer verdammten... Wo ist der Kumpel? Da ist noch einer. Wo ist der andere? Komm. Was ist mit ihm los? Ach so, der betet mich an, weil ich noch rote Farbe habe. Jetzt betet er mich nicht mehr an. Jetzt ist es wieder dunkel. Ich wollte das Cave Light ja anmachen. Ohne Momento. Oh. Godmode war noch an. Aber ich hab Schaden bekommen. So ist es nicht. Dann zählt das nicht. Ich vergesse das immer. Am Anfang von, wenn ich die starte, ist immer Godmode an. Aber ich habe ja Schaden bekommen. Wäre fast gestorben. Von daher, ist auch gut so. Ich habe schon gedacht, ich hätte das jetzt die ganze Zeit drin gehabt. Nightlight. Nee, nicht Nightlight. Cave Light. Hier, so. Oh, das ist zu hell, oder? Ist das so gut? So. Also, God Mode war zwar drin, aber hat nicht funktioniert, was meinen Arsch mal wieder gerettet hat. Sonst heißt es nachher wieder, der cheatet. Ich cheate nicht. Ich vergesse nur manchmal, die God Mode irgendwie rauszuholen, weil er halt einfach am Anfang von der Mod einfach startet, aber irgendwie funktioniert es dann auch nicht. Aber ist ja. Ich muss mir das mal merken, ey. Leute, schreibt mir das mal bitte am Anfang vom Stream, dass ich den God-Mode rausholen soll. Weil sonst vergesse ich das und dann spielen wir wirklich und dann funktioniert er nicht. Ich denke mir die ganze Zeit. Aber, warum ich die ganze Zeit, keinen Ausdauer zu verbrauchen, aber habe ich ja eben verbraucht. Also hat God Mode nicht funktioniert, dass das. Ich spiele nicht mit Cheats. Ich spiele nur mit einer Mod. Ich wäre auch eben fast gestorben. Ah, der Cheater ist hier, ja. Nee, also, hier, God-Mode ist jetzt auch wieder draußen, aber hat eh nicht funktioniert eben. War nicht bewusst von mir gemacht, aber ein klein bisschen dunkler möchte ich es schon noch machen. Das ist mir zu hell. Ich hoffe, das geht so von der Lichtqualität her für den Stream. Ich hoffe, das ist okay. Aber Leute, oder meine Mods, erwähnt mir das. Könnt ihr mal kurz schreiben, erwähnt das bitte am Anfang vom Stream immer, dass ich den God-Mode da rausnehme, weil sonst, ja, spielen wir nachher wirklich und, ja. Ja, das ist auch ein Cheat-Fenster, aber da ist nichts an. Nur zur Information. Außer das hier, Building Collisions, und das ist nur dafür da, dass ich überall bauen kann. Wo ich möchte, aber das mache ich ja eh nicht. Also hier ist nichts an. Nur damit ihr das direkt, damit ihr das versteht. Klar. Kannst du gerne machen. Beam T420 kannst du gerne machen. Wenn du das nicht verstehst. Dann dislike und de-abo mich doch. Ist mir doch egal. Ich spiele ja nicht mit Cheats.
Nee. Alter, Leute. Ich muss das mit den Mods mal ausmachen. Ich habe aber sonst nichts an. Das ist alles unbewusst. Das stellt die immer von Anfang an ein. Dann muss ich das ausmachen. Gut, dass das jetzt mal... Dass ich das mal gesehen habe. Das wusste ich gar nicht, dass da Batteriecharge auf 100 ist, aber... Nutze ich eh nicht. Gute Nacht. The Dark Link. Aber hier ist noch ganz viel Dynamit. Ja, die Leute, die eben zugeguckt haben, wissen, dass der God-Mode nicht funktioniert hat und ich den nicht bewusst angemacht habe. Warum rechtfertige ich mich überhaupt? Ich cheate nicht. Ich spiele das hier immer ohne Cheats. So. Der God-Mode hat gerade nicht funktioniert, weil du den Kannibalen gefressen hast. Ja, ist wohl so. Was ist hier? Ne, ich lasse das mit den Klamotten. Ja, aber Leute, wie gesagt, sollte ich nochmal streamen und erinnert mich bitte daran, wenn ich starte das Spiel, dass ich das nicht vergesse. Ich weiß auch nicht, warum wir den Pinsel hier haben. Der Pinsel, der war mal drin im Spiel. Ich glaube, damit konnte man wirklich so Sachen anmalen und so. Aber ja. Jetzt hat er irgendwie keine Funktion mehr. So, was kann ich denn jetzt noch irgendwas mit Seilen machen? Was waren da noch? Ich habe noch einen Rehfell. Sollte man noch was essen, noch was trinken? Dankeschön, Ali. God-Mode ist gerechtfertigt. Danke. Eigentlich sollte man Taschenlampe oder so benutzen, um Licht zu bekommen. Aber das ist Cheaten. Was? Eigentlich soll man Taschenlampe oder so benutzen, um Licht zu bekommen. Aber das ist Cheaten. Ja, ich tue es ja für euch. Oder wollt ihr, dass alles wieder dunkel ist? Und dass man nichts mehr sieht? XW. Deswegen habe ich das an. Nicht, weil ich cheate. Thorsten, moin. So. Hier haben wir noch Stoff. Gut. Leute, sollen wir noch ein bisschen die Höhlen erforschen, wenn wir gerade dabei sind? Sollen wir noch ein bisschen die Höhle erforschen? Schreibt mal in den Chat. Ob ihr Bock drauf hättet. Ich kann gerne noch... es ist ein Ticken. Ich versuch's so. So runterzustellen, dann seht ihr halt mehr. Hör jetzt einfach auf zu diskutieren, weil er würde es so oder so nicht ausmachen. Also wollt ihr nur einen Punkt sehen. Wenn ja, cooler Stream. Also Leute, so. Ich hoffe, es ist so okay. Dann ist noch ein bisschen Gruselfaktor da. Ich hoffe, das ist okay. Gehen wir mal noch hier in die Höhle rein. Oh, da fuck. Was hab... Ah, der... Ja, sehr gut. Okay, hier war die Stelle. Zack. Hier geht's auch noch hoch.
Ich weiß gar nicht mehr, was hier oben war. Ah, genau. Hier ist die Kompasshöhle. Hier ist die Kompasshöhle. Stimmt, ey, ich bin nie durchs Höhlensystem gegangen. Ich muss mir das mal wirklich angucken. Ich bin immer oben rum gegangen, weil ich da wusste ich immer, wo ich hin muss. Hallo? Hallo? Was ist denn los? Warum komme ich nicht weiter? Ja, ich streame nur mit 720p, weil es halt einfach sich in 1080p lohnt. Weil die Verbindung dann so schlecht wäre hier. Super scheiße. Hier geht es auf jeden Fall zum Tennisschläger. Muss man nur aufpassen. Handy. Oh, ich hasse das, in solchen Höhlen zu kämpfen. Nein, Mann. Ja, sehr gut. Oh, was? Digga, die rote Farbe, ey, die hilft echt. So, wie war das? Hier runter. War das? Glaube ich. Nein, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Wenn ich ins Wasser springe. Was war denn hier noch? Hier war nichts, genau, hier war nichts. Wir müssen irgendwie da hoch. Ich habe da noch irgendwie in Erinnerung, dass hier oben irgendwas war. Warum tötest du Kannibalen, die nicht anbeten? Geht das nach einer Zeit weg, oder? Ich muss leider oft kommen und nachher wieder. Schönen Abend noch. Weißt du, ob man Sons of the Force eine komplett neue Map bekommt? Ja. Man wird eine ganz neue Map bekommen. Es wird ein ganz neues Spiel. Hier ist noch Alkohol. Holen wir uns noch mit. Also ich mache mir hier noch ein paar Brandpfeile. Nichts mehr herstellen, Mist. Jetzt werden die natürlich zu normalen Pfeilen, ja. Ist egal. Ein paar Brandpfeile gehen immer. Das war ein Pfeil! Da fuck! So, hier, wir können noch ein bisschen Alkohol. Udi, gönn mir noch ein bisschen Alkohol. Ich esse noch was. So, was war hier noch? Hier ist noch eine Passagierliste. Und da unten war noch irgendwo ein Kassette. Eine Kassette oder so, glaube ich, war da. Da ist noch eine Spraydose. Ja. Hier ist eine Kassette. Gut, gehen wir wieder zurück. Gehen wir hoch. Und dann gehen wir uns die Kletteraxt holen. Und dann das Katana. Dann habe ich alles, was ich erstmal brauche. Leute. Dann habe ich alles, was ich brauche. Live Master, moin. Freust du dich schon, wenn Sons of the Forest rauskommt? Natürlich. Freue ich mich drauf. Absolut. Ich habe da mega Bock drauf. Achso, ne, hier muss ich ja lang. Ich hab's weggedrückt. Das sah so aus wie.
Das war kein Bild von Timmy, das war doch diese Passagierliste. Oder war es ein Bild von Timmy? Ich hab gar nicht drauf geguckt. Warum tötest du Kannibalen, die dich anbieten? Weil es halt einfach Kannibalen sind. Und die müssen getötet werden. Hast du schon in Vegan durchgespielt? Nein, habe ich nicht. Werde ich auch nicht. Finde ich irgendwie doof. Anton, du hast eigentlich nichts verpasst. Hier ist auch noch was. Passagierliste. Du hast nichts verpasst, nein. Hallo? Karte. Karte! Karte! Ah. Karte. So. Gehen wir hier hoch. Nein, das ist die andere Karte von der Mod. Danke dir. Hallo? Hup. Leute, also die Mod ist absolut zu empfehlen. Holt euch die, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr so eine Karte haben wollt, denn dort wird alles angezeigt, wo was ist. Hier sogar Live-Kannibalen werden hier angezeigt. Hier sind direkt drei vor uns. Die benutze ich aber nicht so oft. Ich benutze eigentlich immer die Ingame-Map. Die ist besser. Also die ist nicht besser, aber die passt halt besser zum Spiel. Hup. Ja, da sind wir jetzt richtig genau. Dann gehen wir jetzt noch das Karatana schnabulieren. Und dann gehen wir auf die andere Seite, holen uns noch die Kletteraxt. Oh, da fuck, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ah! Okay. Oh. Falls du meine anderen Videos gesehen hast, weißt du, dass ich mit Mods spiele. XW hast du anscheinend nicht gemacht, also... ist das was ganz Neues für dich anscheinend. Alle anderen, die mir schon ewig zugucken, wissen das, dass ich mit einer Modkarte spiele. Die besser ist als die Ingame-Map. Wenn dir das aber nicht gefällt, darfst du gerne dir was anderes angucken. Ganz ehrlich. Oh ja, das hat mich Rüstung gekostet. Oh, das sind ziemlich viele. Boah, da fuck. Was? Wie er einfach einem verfickten Pfeil ausweicht. Gib mir meinen Pfeil her. Oh, was ist denn jetzt los? Ja, bete mich an. Was ist denn los mit ihm? Mod-API, ich habe ein Video dazu gemacht. Ist sehr, sehr gut. Ist doch scheißegal, ob sie beten wollte. Sie wird dann direkt gekillt. Die verfolgt mich nachher, die Alte. Und dann, ja... killt sie mich im Schlaf. Ja, die ist auch besser. Nur ich benutze sie halt einfach nicht so oft.
Weil ich schon weiß, wo alles liegt. Oder die meisten Sachen. Deswegen benutze ich die nicht. Ja. Genau wie es Katana jetzt. Wo ist die Katana-Höhle? Da unten. Deine Videos gucke ich seit längerem, aber die Streams seit circa 2 Wochen. Ja, und dann wirst du auch sehen, dass ich in den Streams auch die Karte benutzt habe. Hab damals die Videos als Guide geguckt, hab eine halbe Stunde nach dieser Karte gesucht, weil ich nicht wusste, dass es eine Mod ist. Ja, es ist... Oh. Die Kannibalen haben sich kurz selbst verprügelt, ja. 20 Pfeile verschossen, 3 wiederbekommen, ja. Das ist echt so. Die Modkarte habe ich auch mir runtergeladen, dank deinem Video. Ja, die ist auch, wie gesagt, die ist sehr gut. Gönnen wir uns das Katana. Dann haben wir fast alles zusammen. Gönnen wir uns das Katana. Das Katana. Immer Stoff. Leute, holt immer Stoff mit. Oh, jetzt habe ich einen Gesundheitssnack eingenommen. Den wollte ich ja nicht einnehmen. Den wollte ich einnehmen. Das ist ein Gesundheitsmix. Hast du The Frost ohne Mods durchgespielt? Klar. Sehr oft. Warum sollte ich nicht? Aber das war vor meiner YouTube-Zeit. Du kannst dir 50% der versprochenen 10 Euro absahen, wenn du den Amsi in der Katana-Höhle killst. Also ich bekomme dann nur 5 Euro, oder was? Ich will dich ja nicht ganz ausnehmen. What the fuck? Ich dachte nicht, dass er da hochkommt. Der Brudi. Gib mir mal bitte meine Karte, Digga. Das war's jetzt gleich mit mir. Wenn er mich noch einmal trifft, bin ich tuck. Ja, ich habe The Frost so oft durchgespielt. Aber wie gesagt, vor meiner YouTube-Zeit. Boah, wie viel der Arm sie da aushält. Jetzt habe ich ihn. Jetzt gönne ich mir gerade eine Rüstung von dem. In manchen Spielen fragen meine Freunde mich einfach alles, obwohl die 5 Monate zocken. 5 Euro pro Mutant, max 2 Mutanten, das Geld bekommst du über PayPal nachher. Epileptiker, wir reden nicht über deinen neuen VIP-Rang.
Ah, es hat's geleckt bei mir. Gib mir mal bitte den Pfeil. Sonst bin ich gleich wirklich pfeillos. Sehr gut. Danke. Gut, was haben wir hier noch? Hier ist noch Stoff und Schnaps. Ich habe mir das gleiche Katana. Ich wärme das noch an. Wunderbar. Wunderbärchen. Ich brauche Pfeile. So viele Pfeile. Pfeile gehen immer klar. Ich brauche Pfeile. So viele Pfeile. Pfeile den ganzen Tag. Kann man auch mit dir zusammen mal The Forest spielen? Können wir gerne mal machen. Komm einfach mal auf meinen Discord-Server. Da lässt sich bestimmt was einrichten. So mit ein paar Leuten zusammenspielen. Ich spiele mit Gebäudeschaden aus. Denn ich finde, gerade bei schwer ist es halt einfach, denn die letzte Hoffnung, die du hast im Spiel. Und da ich nicht die ganze Zeit verrecken will, bleibt der Gebäudeschaden aus. Es ist ja auch so schon super schwer. Da muss nicht noch Gebäudeschaden an. Finde ich mal. So spiele ich das halt immer. Gib mir mein Katana. Mein Katana. Schalalalalalala. Ich wünsche mir auch ein kleines, bisschen anderes Crafting-Menü für Sons of the Forest, wo es automatisch die Sachen rauslegt, wenn ich sie gecraftet habe. Wisst ihr, was ich meine? Das ist mir einfach zu doof. Oh, das ist so verschimmelt. Oh, mein ganzes Essen ist verschimmelt. Scheiße. Gut. So. Jetzt machen wir das Ganze so. Katana. Verbinden. Auf die 2. So habe ich es immer gemacht. Verbinden. Auf die 3. Auf die 3. Ja, verbinden. Auf die 4. Sehr gut. Jetzt gönne ich mir hier noch das... Medizin. Gut. Wunderbar. Boah, das wird so ein harter Brocken. Megan wird so... so ein harter Brocken. Ich bin auch mal wieder im Stream dabei. Sorry, dass ich lange nicht dabei war. Kein Ding. Romero. Ich will nicht sagen, aber du bist falschen Weg zum Katana. Nee, ich bin noch richtig. Doktorrang. Der zwischen dir und den Admins steht. Alter, du bist so ein Mongo, ey. Krümpelkiste ist so respektlos. Geht einfach im Kampf hinter seinen Gegner. Im Kampf und in der Liebe gibt es keinen Respekt. Ich spiele auch immer mit Gebäudeschaden aus. Gebäudeschaden aus, jetzt auch noch das, du Cheater. Spaß. Ist das jetzt eigentlich Hardcore? Nee, das ist schwer. Man sagt immer, dass deine Gegner mehr Angst vor dir haben, als du vor ihnen. Aber in The Forest ist es andersrum. Ja, Digga, ich glaube auch nicht, dass ein Löwe zum Beispiel mehr Angst vor dir hat, als du vor ihm. Oder ein Bär. Ja, beim Bären bin ich mir nicht sicher, aber ein Löwe, der frisst dich. Wenn er vor dir steht, ich glaube, du bäumst dich noch ein bisschen auf, denkt er sich auch so. Oh, dann mustert er dich so. Schon ziemlich groß, der Kerl. Der wird reichen für die nächsten 3 Wochen. Nee, komm lieber auf meinen Discord. Bei Instagram antworte ich nicht. Da bekomme ich so viele Sachen geschrieben und so, da antworte ich so selten. Komm lieber auf meinen Discord. Link ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann, dort findest du auch immer wieder Leute, mit denen du spielen kannst. Und da lässt sich da bestimmt mal was regeln. Na, jetzt läuft der Stream aber ziemlich stabil, Leute, oder? Ich sag. Willst du Jimmy umbringen oder holen? Jimmy. Das ist Timmy. Aber ja, ich guck mal. Ich werde mal gucken, was ich mache. Jimmy. Danny ST. Ja, servus. Moin. Bin ich jetzt offiziell ein Cheater?
Ich denke schon, oder? Kapital FNAF. Ha, ich habe schon auf dich gewartet. Wie weit bist du schon? Hab den Livestream gestern verpasst? Ja, dann musst du den Livestream nachgucken. Wir haben noch nicht so viel gemacht. Ich habe jetzt das Katana, die moderne Axt. Hol mir jetzt, hab die Kettensäge, hol jetzt noch gleich die Axt. Nee, Moment, die Kettensäge habe ich, die Kletteraxt hole ich noch. Und dann hätten wir erstmal alles. Dann gehe ich die Taucherausrüstung noch besorgen. Und ja. Ich schwimme rüber. Ist besser. Nein. Mondmaster, wenn du Timmy rettest, dann kannst du nicht mehr auf der Insel weiterspielen und bauen. Es bleibt nur, das passiert nur, wenn du den alternativen Weg gehst und Timmy nicht rettest, dann funktioniert das. Aber anders gesagt nicht. Schalalala, schalalala. Der andere. It's Dexter. Danke, das ist sehr lieb. Ich weiß nicht, warum es nicht angezeigt wird. Das check ich nicht. Muss mal gucken, woran das liegt. Aber danke. Das ist alles sowieso. Ich streame mit Streamlabs für YouTube und mit OBS auf Twitch. Weil das eine besser ist als das andere für den jeweiligen anderen Anbieter. Das ist so hirnrissig, aber ja, anders geht's nicht. Leider geht's nicht anders. Den hole ich mir jetzt aber mit. Den Leguan da. Oh ne. Oh, Trickshot! Ja, sowas in der Art. Also bei mir ist es so, wenn ich Timmy rette, habe ich die Insel immer noch. Aber vom letzten Speicherpunkt, also vor der Labortür beim Zelt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber man kann nicht dort weiterspielen. Also wenn man dann das alternative Ende macht, klar, dann kann man weiterbauen. Streamst du gerade gleichzeitig auf Twitch? Nein, nein, nein. Gott im Himmel. Das wäre zu viel Leistung für mein Internet und meinen PC. Die Fledermäuse, ey, die regen mich so auf. So, ich habe nicht mehr so viele Pfeile, ey. Ich muss jetzt aufpassen, wie ich das da unten am besten mache. So, jetzt schnapp ich mir die verdammte Kletteraxt noch. Ne, es reicht, also es reicht ein Streaming-Anbieter, den ich bediene. Der Rest ist, so, hier haben wir nochmal die Kettensäge. Ne, die Kettensäge für mich ist nicht da. Aber hier können wir noch, oh, ich hab noch. Aber wenn ihr mit anderen Leuten spielt, dann liegt hier wieder eine Kettensäge, bis die Person sich die Kettensäge geholt hat. Ich grill mir mal was. Wie kann man nicht weiterspielen? Hat man dann die Map noch, aber kann nichts mehr machen? Nee, also wenn du jetzt Timmy als alternative Ende spielst, dann hast du die Map, dann gehst du aus der Höhle raus, hast die Map. Und kannst dann weiterbauen. Hast Timmy halt nicht gerettet. Hast du schon mal Raft gespielt? Ja. Raft habe ich schon gespielt. Zeitlang. Ja, ist gewöhnungsbedürftig. Ist nicht so mein liebstes Spiel. Hast du PS Plus?
Ich hatte PS Plus, ich hab's aber nicht mehr. Ich zocke im Moment auf meiner PlayStation 5 nicht. Kommt eigentlich bald Phasmophobia. Ja, da ist noch was geplant. Deine Streams sind spannend, weil du auch auf deine Community eingehst. Ja, ohne euch wäre ich nichts. Da würde auch Stream nicht Spaß machen. Wenn ich auf seine Community eingeht als Streamer, Digga, warum stream ich dann? Nur um Geld oder was? Mein Lieblingsspiel, das letzte God of War. Und ich habe kein richtiges Lieblingsspiel. Aber das letzte God of War und die Uncharted 3. Die sind ganz gut. Die habe ich gezockt. Die fand ich sehr geil. Ich mag so Story-Spiele. Ja, da muss ich jetzt aufpassen, da... Oh nein, 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 das war nicht gut, das war nicht gut. Der hat mir fast... Ja, sehr gut. Wird ja mal besser. Nein! Komm her, jetzt geht's rund. Jetzt hat er meine scheiß Rüstung abgezogen. Komm her. Was? Was? Nimm das. Ich versuche dir deinen hässlich verbluteten Arsch. Oh mein Gott. Wie er da liegt. Digga, so schlafe ich nachts. Ja, nice. Und wechseln auf den Bogen. Ja, nicht Alexa, nicht du. Alexa, abbrechen. So, jetzt kommen wir aber hier weiter. Ich habe mir extra Dynamite mitgeholt. Zeig danach mal deine Base. Ja, kann ich machen. Kannst du mehr solche Spiele spielen? Die sind eine Art wie The Forest sind, also Subnautica, Rough, Stranded Deep und so. Subnautica hast du ja schon gespielt, zum Beispiel. Meins ist Euro Truck Simulator und The Forest. Nice. Ja, genau, wenn er uns ignorieren würde, während seines Streams so langweilig. Ja, ist so. Ich korrigiere meine Rechtschreibung, Spiele. Würde es feiern, wenn du mal ein paar Story-Spiele streamen würdest? Ja, die werde ich aber dann eher auf Twitch streamen. Ich mag so Überlebensspiele, also so wie zum Beispiel The Forest. Kannst du den Kommentar nachlesen? Bitte, Leon, du bist ein Knecht. Was? Welcher Leon? Leon, du bist ein Knecht. Uncharted Tomb Raider ist das Beste. Wann streamst du immer? Das ist unterschiedlich. Ich arbeite im Schichtdienst und dann geht das nicht immer. Ich habe mittags, Nacht und Frühschichten. Also wenn du so schlafen würdest, dann Brustmahlzeit. Was ist bisher passiert? Antonio... Nicht viel. Nicht viel. Ich wurde als Cheater bezeichnet.
habe blutige Kannibalen bekämpft und esse Maischips. Die Dinger liegen auch immer in den Paketen von Amazon dabei. So schmecken sie auch. Hast du dich mal gefragt, warum die weiblichen Kannibalen ihre Sachen behalten durften, aber die männlichen nicht? Es ist nicht immer so. Nicht alle weiblichen Kannibalen sind angezogen. Es gibt auch ein paar Nudisten unter denen. Die wissen, was geil ist. Was arbeitest du? Ich glaube, diese Frage habe ich schon öfters beantwortet. Ich bin ein Lokführer. Wie Lukas, der Lokomotiv, obwohl den kennt hier niemand. Ich glaube nicht. Kennt einer von euch noch Lukas, der Lokomotivführer? Ich glaube nicht. Keiner von euch kennt die. Was? Ares ist Loserstone? Willkommen zurück, Kapital. Ja, hab ich mir auch gedacht. So, ihr Lieben, jetzt haben wir gleich unter uns hier noch ein paar Monster. Monster, sage ich schon. Ich hole mir noch so eine Energie. Baller mir noch ein bisschen Echsenhaut rein. Okay. Also, wie machen wir das am besten? Kann ich Dynamit? Nein, das wollte ich nicht. Das ist jetzt mal eine Frage. Die kann ich nicht reinlegen. Schade. Gut, Dynamit explodiert so lange nicht in der Hand, bis ich es werfe. Das perfekt geworfen und boom. Da unten ist alles tot. Da gibt's nichts mehr, da wächst nichts mehr. Da kann keiner mehr... Rudi, was ist mit dir los? Du bist ja echt abnormal stark. Boah, ich habe hier einen ganzen Kindergeburtstag gesprengt. So. Hier ist die Kletteraxt. Die feine Kletteraxt. Ich habe mir die Kletteraxt gegönnt. Can I get a higher? Danke. Ich meine, ja, mein großer Bruder hat mal ein Video gezeigt. Ah, ich meinte nicht die Kleidung von die. Ah, da fuck! Genau so macht man das. Das sind so Krabbler. Ich hasse diese. Friss das? Oh, ich hab da einen erwischt. Ich hab da einen mit dem Hattie erwischt. Wenn der Große mich schlägt, bin ich weg. Komm, Großer. Ja, schlag deinen eigenen Kumpel, du Spacken. Ugh!
Hast du eigentlich schon alles an Höhlen in der Forest erkundet? Fast. Ich kann mich wirklich glücklich schätzen und sagen, ich habe echt viel Scheißdreck gesehen in der Forest. Jetzt mache ich mir gerade mal Knochen und Essen. Ich habe erstmal was gegessen. Claymore, chillig, ja. Ich muss ausmachen wegen Schule. Bye. Life Master, danke, dass du zugesehen hast. Ciao. Waren da nicht mal Mutanten? Nee. Glaubst du, wenn du dich ausziehst und genauso riechst, dass sie dich dann in Ruhe lassen? Was bitte denkst du, was ich die ganze Zeit tue? Ich bin im Spiel eigentlich nackt. Okay, man sieht einfach meinen Karo-Arm. Tun dich die Leute auch bei deiner Arbeit ansprechen wegen YouTube? Bei mir auf der Arbeit weiß das jeder, dass ich YouTube mache. Kannst du... Loser, Trip, Car. Gut so, ungefähr. War das gut so? Ich veranstalte hier noch kurz ein Barbecue. Dann gönne ich mir mal ein paar Knochen. Also wie gesagt, bei mir auf der Arbeit weiß jeder, dass ich YouTube mache. Von daher, ich werde nicht so oft darauf angesprochen. Das heißt nur immer, der Mann, der verdient nebenbei noch YouTube-Money. Das ist alles. So ihr Lieben, jetzt mache ich mir mal ein bisschen Rüstung, die ein bisschen mehr hält. Ist ja abnormal. So. Wunderbar. Schätze mal bitte, wie viele Kannibalen und Mutanten du umgebracht hast. Boah, ich hätte gerne eine Statistik. Die hätte ich wirklich gerne, aber kann ich dir nicht sagen. Es sind da locker an die 1000 Kannibalen, die ich gekillt habe. Locker. Mutanten nicht so viele, weil Mutanten kommen ja nicht so viele, aber Dings habe ich auf jeden Fall. Also Kannibalen habe ich sehr viele gekillt. Bist du Star Wars-Fan? Natürlich. Ich liebe Star Wars. Aber Herr der Ringe mag ich mehr. Ich bin eher so der ein bisschen Fantasy angehaucht. Dein Discord-Server sieht jetzt nice aus. Danke. Ja, der Discord-Server wurde vom lieben Luxury mal schön ummodelliert und ein bisschen umgeändert. Ich hoffe, er gefällt euch. Ihr könnt auch gerne da joinen, falls ihr neu seid bei mir. Kommt gerne auf den Discord und kommt auch gerne auf den anderen Discord, die Kinder des Waldes. Das ist auch ein ganz großer The Forest Discord Server. Dort findet ihr auf jeden Fall immer Leute zum Spielen. Ich darf mich jetzt als wir bezeichnen. Wir wollen auch mit diesem Kanal, also ich bin nicht Betreiber dieses Kanals, gar kein Ding, aber ich bin dort Streamer. Und wir haben vor, dass dieser The Forest Kanal, also Kanal... Kinder des Waldes Kanal, der größte deutschsprachige oder deutsche The Forest Discord Server wird, den es in Deutschland gibt.
Seit wie vielen Jahren spielst du schon The Forest? Seit wann gibt es denn The Forest? Seit 2014. Ja, seit 2014. Ja, seit 2014. Im Early Access habe ich schon gespielt. Wie kommt man in deinen Server? Du musst einfach auf meinem Link klicken. Oben, also Luxury hat es gerade gepostet, unser Community Discord. Da klickst du drauf, da kommst du bei mir auf den Discord. Der ist rein für meine Sachen, die ich mache. Und wenn du The Forest und sowas liebst, dann kannst du am besten noch auf den Kinder des Waldes Discord Server gehen. Dort findest du immer wieder jemanden zu spielen. Sogar mehr Leute zum Spielen als auf meinem Discord Server. Wie kamst du auf die Idee, YouTube zu machen? Ich habe früher Filme gedreht. Ganz viel. Ich habe immer nach was Neuem gesucht. Und auf so einen Film werden wir auch jetzt morgen Abend reagieren, auf so einen Film. Und das wird richtig mega. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so komm, die Plattform YouTube, dann lädst du letztes Mal irgendwann einen Film hoch. Hat dann nicht so ganz geklappt, wegen den Rechten und sowas. Aber ja. Hab dann gedacht, so komm, YouTube, ein bisschen Let's Plays oder so, machst du mal Let's Plays. Aber im Endeffekt wurden dann aus Let's Plays Openings, Unboxings und sowas. Und dann halt einfach Gaming Guides. Weil mit Gaming Guides kann nicht jeder machen, weil nicht jeder gut erklären kann. Und ich mach's gerne. Werbung, ah! Schon wieder Werbung. Deswegen gehen mir so viele Leute immer flöten hier. Weil ich nur Werbung, ich schalte hier, ich bin so ein krasser Influencer, ich schalte nur noch Werbung. Was fehlt noch? Eine kann ich noch. Sehr gut, jetzt habe ich mir noch gerade Bomben hergestellt. Okay, hier gibt es noch was zu essen. Phoenix, guten Abend. Romero, danke. Dir auch noch einen schönen Abend. Die Sith sind cooler, die Jedi sind besser. LP Gaming. Ja, Schule ist wichtiger. Hau rein, hab noch einen schönen Abend. Danke, dass du dabei warst. Tschüss, muss leider wieder weg. Schule aufgehen, dann bis morgen. Thorsten, danke, dass du dabei warst. Bis morgen. Alle müssen gehen, hab Homeschooling. Michael, bist du da noch da, oder? Train, moin. Natürlich kann ich dich grüßen. Schön, dass du da eingeschaltet hast. Boah, mein Deutsch heute. Mondmaster 00, nicht schon wieder Werbung. Also mein Stream läuft, ich weiß nicht, ich habe da immer wieder so Unterbrechungen. Das liegt halt einfach daran, dass der Stream nicht also YouTube sendet. Kriegt nicht immer die Daten empfangen. Das liegt halt, wie gesagt, am Internet. Und, es liegt am Internet und, dann leckt's manchmal. Dann, verliere ich hier ganz viele Leute. Und dann kommt Werbung und dann, kommen die Leute wieder rein und so. Das ist ein bisschen doof. So, was ich jetzt machen wollte, war, hier kann ich jetzt schlafen. Jetzt bauen wir hier mal... Bauen wir hier mal was rein. Damit es ein bisschen gemütlicher wird.
Das war ein Kamin. Gut, dass ich mir eine Steintasche gemacht habe. Oh je, jetzt kann es losgehen. Jetzt kann es losgehen, Leute. Der Papa braucht Steine. Das ist immer so. Wenn ich Steine brauche, ist zu hart. Gut, dass hier Beeren sind. Die kann ich so zwischendurch mal ein bisschen essen. Dann wird auch irgendwann mein Leben nochmal regeneriert. Also Phasmophobia werde ich dann wahrscheinlich mit meiner Freundin zusammenspielen. Da musste sich noch Phasmophobia holen. Und mit noch einem Kumpel. Also dem guten Epileptiker, der hier immer so aufdringliche Sachen frägt. Ich rede mit dir, Epileptiker. Du kleine... Oh! So, pass auf, jetzt kann ich euch mal gerade den Trick hier zeigen. So, man springt auf das Krokodil. So. Wartet, bis es steht. Springt dann. Gibt's. So, wartet, jetzt. Genau. So, wunderbar. Das werde ich jetzt ein paar Mal häuten. Von dem bekomme ich ja gut viel Fleisch. What the fuck? Oh, ey, ich hasse es. Hier. Axt-Move! Ja, da ist. Dann daneben. Boah, ein fetter Schlag, Digga. Zack, und nochmal. Nochmal. Müsst ihr aufpassen, wenn es zurückkommt? Jetzt hab ich's. Wunderbar. Ja, natürlich bleibe ich noch. Was eine Frage. Danke. Sehr nice. Oh, ich sollte da oben ein Drying Rack hinhängen. Hinbauen. Ich sollte das, mache ich hier neben dran. Ach nee, Moment. B. Bauen wir ein Drying Rack. Ein Drying Rack. Früher konnte man hier noch mit R ein größeres bauen. Jetzt geht das leider nicht mehr. So, hier mal das andere Fleisch noch holen. Ich heiße Train, sorry, schwierige Aussprache. Nein, nein, ist alles cool, ist alles cool. Ich kenne das Wort ja. Aus dem Englischen. Also als ich das erste Mal ein Video von dir gesehen habe, fühlte ich mich wie ein Noob in the Forest. Ja, warum denn das? Ich bin ja selbst nicht der Allwissende. Leute, ich weiß so viele Sachen, weiß ich selbst nicht. Wo ich immer rätsel, was ich überhaupt hier mache und wo ich hin muss. Ah, hier war noch Fleisch. Hier war noch Fleisch. Nein, 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 hier oben. Ich muss das Fleisch noch mitnehmen. Boah, da hier. Ich habe auch Homeschooling, aber du bist wichtiger. Spaß, hab morgen nur Sport. Im Homeschooling Sport? Wie geht denn das? Was ist denn das für eine kranke... ja, kranker Shit. Wer hat sich denn das ausgedacht? Müsst ihr dann vorm PC stehen und müsst dann Hampelmann machen oder was? Gott, die Welt ist so krank. Ich war zwar gestern spät da, aber ich habe ihn nochmal angeguckt. Ich bin mal an so einem Seil in irgendeine Höhle runtergefallen, aber konnte mich retten. Das ist immer wieder schwer. Das passiert gerne, schnell, sowas, dass man von einem Seil runterfällt. Ist nicht so geil, sage ich euch. Da klettert eine Spinne. Ich versuche, meinen Freund zu sagen, dass sie auch kommen. Ach so. Okay, ja, danke. Das ist sehr lieb, dass sie auch in den Stream kommen. Teilt doch gerne den Stream. Ja, Luxury, das stimmt.
Stream teilen ist das Beste, was ihr machen könnt. Sind die jetzt debuggt? Das, dann kotze ich jetzt. Sind jetzt die zwei... Ja, sind sie. Oder sind die da runtergerollt? Ah, und die sind da runtergerollt. Was? Epileptiker, ich bin nie aufdringlich, das stimmt. Du bist einfach nur lästig. Natur und Tiere der Heimat. Gemeinsam YouTube, Brandfall geht schneller bei Krokus. Ja, stimmt. Und Molotow-Cocktails gehen auch sehr schnell. Sorry, muss jetzt gehen. Viel Spaß noch. Danke, Train. Was macht die Kopfbombe? Ja, die könnten wir... die explodiert. Die kannst du auch benutzen. Die ist auch sehr witzig. Brennt halt der Kopf und du kannst ihn benutzen und kannst dann halt damit Leute töten. Firegamer 2.0. Moin. Musste Handy weg, Internet wechseln. Achso. Er sagt uns ins Sport, ja, geh mal raus, eine Stunde, mach Sit-Ups und Ernährungstipps. Na, langweiliges Zeug halt. Ja, Ernährungstipps und Sit-Ups sind halt langweilig. Lieber so Squats und dafür einen geilen Arsch. Nimm deine Hasenfalle und mach sie mal ins Wasser. Ah, so wegen Fische fangen. Ja, da muss ich aber auch in einem Bereich sein, wo Fische sind. Aber das mache ich gleich noch. Ich habe hier jetzt erstmal hier oben Essen aufgesammelt. Feier deine Streams. Das freut mich. Das freut mich. Ich feiere meine Streams auch. Ich bin ja gar nicht arrogant. Ab jetzt gibt es auch Seelsorge auf deinem Discord. Digga, was? Okay, Handy geht wieder. Der Kamin hängt aus dem Haus raus. Ah, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Das ist normal bei so Kaminen. Das sind raushängende Kamine. Das ist so eine Art, so eine neue Bauart. Da wird nicht beim Platzieren des Bauplans, wird halt einfach nicht geguckt und wird halt Fusch am Bau, nennt man das. Und dann gucken halt Steine raus. Ist egal. Der Forst stört das keinen. Hast einen doppelten Schutz nach außen. So viel ist sicher. Leute, kann gut sein, dass gleich wieder Werbung kommt. Hier steht wieder Fehler. YouTube erhält keine, genügenden Informationen. Warum auch immer das so ist, wie gesagt, erst seit Corona, vorher konnte ich streamen ohne Probleme. Aber im Juni, vielleicht ändert es sich ja im Juni, vielleicht liegt es auch am PC generell, denn im Juni baue ich meinen eigenen PC. Hättet ihr Lust, dass ich da mal so einen kleinen Vlog draus mache? Also ich kenne jemanden, der baut mir den PC zusammen, der übernimmt das. Ah, ich kann nicht laufen. Der baut mir den PC zusammen. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann mache ich ein Video drüber. Likest du eigentlich deine eigenen Videos? Ja, die like ich. Das ist das erste, was du beigebracht bekommst im YouTube. Im YouTube-Tutorial. Gibt da so ein paar Tutorials, die man sich angucken kann. Like deinen eigenen Shit. Denn der ist top. Ja, nice. Jetzt muss ich... Katana-Action! Oh, nice. Und daneben. Das war ein cooler Auftritt. So, jetzt ist er eingekesselt. Das war's. Hier, doppelte Kombi, alter Uppercut. Und mal schön mit dem Katana ins Gesicht. Komm her, Digga. Siehst aus wie in so einem Altstadtfight. Komm her, wohin? Ja! Messer ins Gesicht! Oh, du kassierst nicht eine Dilara in der Altstadt. Achso, Moment. Die kassiert anders. So, Steine, wir brauchen Steine. Wir brauchen Steine. Ares ist Loserstone. Was ist das? Ist das ein Trend? Habe ich was verpasst? Der Kannibale braucht einen Ricola. The fuck.
Stehst du da so? Ah, ein Baumhaus wollte ich bauen, genau. Für, achso, nee, Moment. Erst machen wir eine Feuerstelle hier noch rein, dass es hier auch warm bleibt. Eine schöne, fette Feuerstelle. Digga, jetzt habe ich keine Steine mehr. Guck mal meine letzten Streams an, Felix. Falls du die noch nicht gesehen hast, da habe ich so eine kranke Scheiße gebaut und nicht im Kreativmodus. Über so viele Streams. Das war echt nice. Guck dir jetzt einfach an auf, also nicht die Community-Server-Sachen, obwohl die Community-Server-Sachen kannst du dir auch angucken. Die sind auch sehr toll. Da sind auch ein paar coole Sachen dabei, wo wir gebaut haben. Oder das Baumhaus, wo ich gebaut habe. Der kassiert wie die Lara im AMG. Die Lara, so. Ja, ist echt so. So, jetzt machen wir uns hier mal gemütlich. Nice, jetzt haben wir hier so ein Kaminfeuer. Und jetzt bauen wir jetzt hier mal noch so ein... Was machen wir jetzt hier auf dem Boden? Jetzt mal... Ein Rehfell. Was ist das für ein Rehfell? Ja, nice. Was ist das für eine Scheiße, ey? Oha, Leute, ey. Was brauche ich? Ein Rehfell auf dem Boden? Da? Oh Gott, ey. Digga, ich stell mir hier eine Bank hin, ey. Ist besser. Tiere der Heimat gemeinsam YouTube. Der Kannibale verbrennt den. Dann hast Knochenrüstung. Ja, ich hab da schon Knochenrüstung. Also, ja, ich werde die gleich verbrennen. Nee, Ares hat nur Ligma gehabt. Was? Was ist los mit euch? Sorg mal dafür, dass dein Haus nicht Schrott geht, indem du dein Reparaturwerkzeug baust, dich um Bude kümmerst. Ich hab Bauschaden aus. Kampfschaden aus, also Gebäudeschaden ist aus, also es geht eh nicht kaputt. Wenn man ein Baumhaus baut und dann einstellt, das kann die Bahn nichts kaputt machen können. Können Mutanten den Baum noch fällen? Ja. Moment, bei welchem Tag sind wir? Bei Tag 9. Demnächst Mutanten. Muss den Lichtsheet ausmachen. Aus irgendeinem Grund wird es nicht Nacht. Das ist der Lichtsheet. Es ist kein Cheat. Das ist eine Mod. Leute. Und der ist aus. Hier funktioniert alles. Hier, ich kann auch noch einmal Reset drücken. Es wird Nacht. Guckt mal. Es kommt jetzt langsam kommt die Nacht. Hier ist der Time-Balken. Draußen wird es auch dunkel. Wir hatten nur die ganze Nacht, waren wir jetzt halt in der Höhle. Deswegen wurde es keine Nacht. Es ist kein Cheat. Es ist, wie gesagt, eine Mod. Die hilft mir nur, für verschiedene Sachen einzustellen. Auch wenn da Cheats steht. Ich benutze die nicht. Gönn mir mal das Bäumchen. Ich zocke auch täglich. Ich bin jetzt auf Tag 174. Das ist auch nice. Ja, also ich habe andere Server oder andere Spielstände, da bin ich auch schon bei Tag 200 oder so. Es gibt da Leute, die sind schon lange bei Tag 800. Keine Ahnung. Die haben Zeit oder kein Leben. So, ich baue mir hier drin noch eine Bank. Dann kann ich hier drin chillen. Ey, wunderbar. So, jetzt haben wir hier zu essen. Kann ich noch Fleisch drauflegen. Sperren wir hier mal ab. Zack. Wunderbar. Ich kann so nicht auf mein Inventar zugreifen, das ist auch nice. Erstmal mal ein Schokoriegel. Trinken noch was. Machen uns mal noch eine Energiemischung. Wäre auch mal nicht schlecht. So. Da, jetzt schnapp ich mal noch den
Kannibalen, da ist er doch. Holen wir jetzt mal nach Rüstung. Nee. Nee. Ich muss ihn draußen verbrennen. Scheiße. Ich muss ihn da draußen verbrennen. Schildkröte, geh weg. Aber seht ihr, jetzt ist wieder Nacht. Hier mal gerade speichern. Speichern wir hier draußen. Schlafen tun wir, nachdem die Knochen fertig sind. Dann trinke ich direkt was und esse auch was. Wunderbar, wunderbar. Ja, ich zock nicht auf Story, sondern einfach nur so bauen und dann überleben. Das macht richtig Bock. Wie wäre es mal mit The Forest Vegetarier Edition? Also so vegan. Vegan wäre auch gut. Vegan-Modus. Habe ich noch nie gespielt. Also das heißt nur Beeren und so essen. Boah, ob ich das schaffe. Ob ich das dann geregelt bekomme. Es sind nur noch 3. So, Echsenhaut muss jetzt einfach mal reichen, würde ich sagen. So, jetzt bin ich voll mit Echsenhaut. So, jetzt pennen wir. Und dann bauen wir Vogelhäuser. Boah, Kratzeis, das habe ich in meiner Grundschulzeit, in meiner Gesamtschulzeit habe ich das geliebt. Wir hatten direkt so einen Laden neben der Schule, da sind wir immer hin. Das war nice, ey. Wir haben dann während der Schulzeit, also im Sommer war das immer geil, da gab es ja noch hitzefrei. Habe ich wirklich Bauschaden aus? Jetzt bin ich gerade echt überfragt. Ah ja, ist an sogar. Ist sogar an. Jetzt ist aber aus. Jetzt kommen nämlich demnächst Mutanten. Was wollte ich jetzt machen? Ah, genau. Jetzt wollte ich mir hier ein... Wo soll ich denn das Vogelhäuschen bauen? Ich baue das Vogelhäuschen hier hin. Baumenü. Jetzt machen wir das hier ganz taktisch. Ganz cooler Trick. So. So. Das ist natürlich doof, jetzt braucht man da 5. Das will ich nicht. So, den. Genau, den holen wir uns mich jetzt runter, gerade. So. Jetzt. Baumenü. Ja, genau, und dafür brauche ich jetzt den Fly-Mode. Für sowas. Also für sowas benutze ich den. So. Aber. Nee, das gefällt mir noch nicht. So ist perfekt. Genau, und Fly muss wieder aus. Nutze ich nur zum Bauen, wie gesagt. Wunderbärchen. So, dann bauen wir uns jetzt mal eine Vogelfabrik, ey. Warte, das noch. Ich bin jetzt gerade verklickt. Wo waren die Vogelhäuser?
Vogelhäuser. Ah, hier. So, und dann fangen wir hier unten mal an. So auf der Höhe. Zack. Dann hier eins hin. Zack. Genau. Und hier eins hin. Genau. Wunderbar. Dann machen wir noch eins oben drüber. Hier noch eins hin. Und da können wir später, können wir dann noch welche hinzufügen, wenn wir richtig viel Holz haben. Können wir uns dann hier so eine krasse Vogelfarm hier hinbauen. Oh, fuck. Seht ihr das, was ich sehe? Seht ihr das da hinten? Das ist mein erster Mutant an der Oberfläche. Ich habe keine Pfeile mehr. Eine Virginia. Vegetarisch heißt keine Tiertöten und essen, sondern nur Schokoriegel, Beeren und andere Pflanzen. Wenn du gern spielst, darfst du nur Beeren essen. Hast du keine Snacks? Wenn du vegetarisch spielst, kannst du auch Snack essen. Hast du schon das Vegetarier-Achievement? Nein, habe ich nie gespielt. Ich habe nie auf vegetarisch gespielt. Man kann Blätter beim Craften in 10er Schritten rein. Ja, wenn man es gedrückt hält. Ich bin so dumm. Trägst du schon so viele Echsenhaut, einfach selbst zur Echse geworden. Ist so. Kannst du sagen, was deine Lieblingssüßigkeit ist? Wunder dich nicht, wenn morgen ein weißer Van bei dir vorfährt. Oha, was? Lieblingssüßigkeit, ich liebe Kinderriegel. Kinderriegel liebe ich über alles. Zeig mal bitte deine Grafik-Settings. Hier, bitteschön. Was doof ist. Ich muss jetzt da den Baum abholzen. Komm, wir holzen einfach mal ab. Wird schon keiner auf die Idee kommen, die anzugreifen. Da ist schon der erste Brudi, der es versucht. Jetzt teste ich mal gerade. Nee. Nee. Funktioniert nicht. Digga, der hält ja viel aus. Oh lala, so geht das Leben weiter. So ist das in Kanada wirklich. Da werden Bäume gefällt, nebenbei wird man Kannibale geschlachtet. Und, so ist das der alltägliche Lauf der Dinge. Kinderriegel! Puh. Das ist Kinderriegel-Support hier in dem Haus. Nice. Also ich muss hier mal eine gute Bewertung auf Google machen. Das kam jetzt direkt rein. Ich muss mich mal kurz waschen. Ah, verpiss dich, da war doch jemand. Kam direkt hier ein Kinderriegel-Support rein. Das wusste ich nicht. Wenn man F6 drückt, dass man da zwischen den Modis wechseln kann. Danke, das ist sehr lieb. Wer war das? P-Man, danke. Oh Gott, ich habe die Mods schon seit Jahren und ich weiß das einfach nicht, ey. So lost manchmal. Ich bin so lost. Die 10 Euro sind raus. Ja, ich weiß. Ist. Speedermann? Speedermann? Jason, moin. Da unten sammle ich noch ein bisschen ein. Okay, war echt cool das System, aber ich verabschiede mich für heute. Um 4 Uhr ist meine Nacht vorbei. Wünsche allen noch einen schönen Abend und noch viel Spaß bei The Forest. Ja, danke. Wünsche ich dir auch.
Habt eine schöne Nacht. Und ja. Mach was draus aus der restlichen Zeit, die du noch hast. Guck einen schönen Film, eine Serie, ein Anime oder sowas. Oder schlaf einfach. Kannst du mal deine Freundin zeigen? Oha. Das ist ja... du kannst gerne mal... Luxury. Kannst gerne mal ihren Twitch-Kanal verlinken. Da kannst du dir meine Freundin angucken. Wenn du das möchtest. Antonio. Aber das ist meine Freundin. Die gehört mir ganz alleine. Ich teile die nicht so gerne. Speedermann, Speedermann. Er kann das, was eine Spinne kann. Da, 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 da. Oh! Er ist der Speedermann. Ron. Oh Gott, ey. Ich mag Marshmallow ohne Gelatine. Bin Vegetarier. Oh, Clemens. Nice. Ja, das ist halt eine Lebenseinstellung. Vegetarier. Also ich habe ja nichts gegen Vegetarier oder Leute, die vegan sind oder sowas. Ich mag nur die Leute nicht, die anderen Leute gerne halt ihre Essenssachen aufzwingen. Weißt du, wie ich das meine? Ich mag das nicht. Ich bin kein Freund davon. Wenn ich dann höre, ja, du musst vegetarisch leben, das schont die Umwelt und sowas. Ja, aber ich brauche ein Stück Fleisch zwischen meinen Zähnen. Und wenn es von einem Kannibalen ist, was ist das jetzt? Oh, Digga, was ist mit ihm los? Oh, halt's Maul. Hier gibt's eine Doppel-Links-Rechts-Kombination, Alter, mit Uppercut. Und hinten dran kommt deine Dilara, Alter, die kriegt auch noch was. Die wird auch noch weggeklatscht, ey. Ich hab zwar keinen mit Benz dabei, aber egal. Zack. Zack. Nice, ey. Jetzt verpissen sie sich. Hab ich mir die Größen rausgesucht und dann, was los? Diggi? Oha, warum leckt's denn jetzt gerade so? Ich verbrenne den mal gerade. Ich werde da noch verfolgt. Ich brauche mehr Knochenrüstung. Ich habe nämlich, die Knochenrüstung ist schon wieder weg. Dir gebe ich noch ein Heady. Komm, das kündige ich an. Mit Sprung. Nee, nicht ohne Sprung. Schön. Was? Dem habe ich ein Heady gegeben. Wow. Ja, dem habe ich jetzt ein Heady. Oh, da ist ja. Da ist die Lara. Die Lara ohne Haare. Die Lara ohne Haare. Was? So, schön mit der... Alter. So, ihm gebe ich auch noch eine. Wenn ihr im richtigen Moment drückt, mit rechter Maustaste drückt, wenn die zuschlagen, dann blockt ihr die so. Und dann... Oh, Gott sei Dank. Dann können die nichts dagegen machen. Dann werden die so kurz nach hinten gestoßen und ihr könnt dann direkt zuschlagen. Habe ich mal im Anfänger-Tipps-Video, habe ich das auch mal gebracht. Hier mal reinschauen. Ist auch ganz gut. Kannst du mal mir ein paar Tipps geben für Anfänger? Ja, guck einfach mein Anfänger-Tipp-Video. Da habe ich so viele Sachen schon gezeigt. Die solltest du beachten, da hast du das Beste gesagt. Wenn du da noch weitere Tipps brauchst, guck einfach meine Videos. Ich kann dir so viel sagen, du solltest immer auf deine Ausdauer aufpassen, wenn du gerade gegen viele Gegner gleichzeitig kämpfst. Guck auf deine Ausdauer, das ist super wichtig. Kannst du mir ein paar... hab viele deiner Location-Videos geguckt. Wie hast du es geschafft, das Cave-Lights so zu stellen, dass man alles sieht? Das ist eine Mod.
die ich benutzen kann. Hier bei Cavelight kann ich dann höher stellen, damit man das alles sieht. Beste Mod für The Forest. Luxury um Himmels Willen, nein, Epileptiker. Das will doch keiner sehen. Craften wir erstmal nochmal. Haben wir noch einen Knochen? Ja, das müsste doch eigentlich reichen von den Knochen. Nein, ein Knochen. Also, so, jetzt haben wir nochmal 3 Knochenrüstung drauf bekommen. Ich stelle mal noch ein paar Lampen hier auf. Dann ist nämlich mal, Stöcke habe ich nur noch 2. Mist. Okay. Bin wieder da, Romeo. Du bist mein Lieblings-YouTuber. Dankeschön, Antonio. Mit F4 kannst du auch die Umgebung einfrieren und Sachen habe ich allein herausgefunden. Und das Traurige daran ist, dass ich die Mods seit einer Woche erst nutze. Ja, das ist für mich dann sehr traurig. Was ist dein Lieblings-Superheld? Iron Man. Dicht gefolgt von Captain America und dann Thor. Ich bin halt voll das Marvel-Kind. Ich mag aber auch Batman. Aber auch nur die Christopher Nolan-Version von Batman. Hey, mein Kanal war vorher mal ein Film- und Serienkanal. Hat da mega Bock drauf. Ich glaube, ich bin so ein kleiner Nerd. Du schaffst es in der Forest im Modus schwer nicht zu sterben, während ich es nicht mehr schaffe, den Modus friedlich durchzuspielen. Also bis jetzt bin ich nicht gestorben. Obwohl Gott-Modus eben an war, habe ich ja auch Schaden bekommen und selbst da bin ich nicht gestorben. Das klang aber nicht gut, das da. So, jetzt machen wir mal die ganzen Kugelhäuser hier fertig. Sind die alle fertig? Ja, wunderbar. Ich hab so einen Voice Crack im Moment in der Stimme. Das ist ganz, ganz komisch. So, und bauen wir hier noch ein paar Lämpchen. Brauche ich noch Stöcke? Damit man hier mal was sieht. Ach so, mit einer Mod finde ich sehr gut. So habe ich viele Sachen gefunden und du solltest mal was essen. Ja, ich habe einen Schokoriegel gegessen, aber ich habe deine Nachricht aber auch jetzt erst gelesen. So, jetzt bauen wir uns hier noch eine kleine Verteidigungsanlage für die ganzen Mutante. Deine Location-Videos sind sehr gut. Danke, das freut mich. Hattest du schon mal den Bug, bei dem man in die Luft geschossen wird? Ja, den hatte ich an einem Karren. Ich hab mich an einem Karren festgehalten und wurde dann nach oben geschleudert. Es war so krass. Ich war dann direkt tot natürlich, weil, ja. Muss ich zweimal schießen. Mein Lieblingsheld ist One Punch Man. Das ist super. Das ist super. One Punch Man ist aber auch cool. Saitama. Finde ich echt nice. Mal gerade das Essen aufhängen.
Was ist dein Lieblings-Eating? Was mein Lieblingsessen ist? Gulasch von meiner Mutter. Gibt nichts Besseres als das Gulasch von meiner Mutter. Natürlich muss es ein Tag, es muss halt ein Tag alt sein. Dann ist es super lecker. Welcher Mutant ist für dich am schlimmsten? Meiner ist Virginia. Ich finde den Wurm, also Megan 2.0, finde ich viel schlimmer. Den finde ich echt viel schlimmer. Weil der so unberechenbar ist. Du, wie soll ich das sagen? Du kannst nicht, du musst aufpassen, wenn du dem nicht direkt wegklatschst, dann vermehrt er sich und dann ihn wieder unter Kontrolle zu bekommen, ist unglaublich schwer. So, ich wollte eigentlich. Ja, ich flieg mal kurz raus. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Hier die Lochsäge ansetzen. Moment, da muss ich jetzt drin gucken, ob ich das am besten mache. Mache ich denn das am besten hin? Ja, hier. Hier wäre gut. Homie, funktioniert das so, wie ich mir das gedacht habe? So, ich mach's noch ein bisschen länger. So. Und dann bauen wir hier. Das müsste. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich hoffe, das funktioniert so. Wir hatten auch irgendwo hier den Karren. Oh nee. Was ist dein Lieblingslied? Mein Lieblingslied im Moment ist von Santiano. Wir haben so viel Valheim gezockt und sind auf den Fahrten immer mit Santiano abgegangen. Und von Santiano, Johnny. Johnny Boy heißt das Lied. Das ist ganz geil. Das feiere ich gerade übel. Ah, es könnte klappen. Oh, noch eine. Mir ist schon so oft passiert, dass mein Floß von dem Mutanten in die Luft geworfen und hängt sich wieder in der Luft. Ja, das ist so scheiße, ey. Ah! Tobidi! Also wunderbar, das funktioniert ja sehr gut. Jetzt haben wir eine Treppe in das obere Stockwerk. Hängt so ein Trockenstellgerät über den Kamin. Dann zwei Hasen in die Mitte und. Feier Weihnachten mit Hasenschwimmen. Oh, Alter. Bin off, hab morgen Schule. Schönen Stream noch. Tschüss. Ciao, danke, dass du eingeschaltet hast.
Wenn du Alt und F4 gleichzeitig drückst, bekommst du Free Bucks. Muss ich ausprobieren, Moment. Nee. Was war dein härtester Kampf in der Force? Ich hatte mal einen Kaumen und zwei Armsees und kurz darauf kamen noch zwei Armsees und ich treffe in meiner Welt oft auf Kaumens. Also ich hatte drei Armsees, zwei Virginias, ein Kaumann. Dachte immer, Kaumens sind selten und die Welt ist immer ein normaler Schwierigkeitsgrad. Ja, Kaumens sind seltener als die anderen zwei. Flyhack. Warum ist bei dieser Vorlage blau? Das kannst du in den Einstellungen ändern. Bei Gameplay kannst du hier die Farbe ändern. Hier gibt's lila, blau, weiß. Ich hab die blau. Die sind meiner Meinung nach alle hängen geblieben. Mein Lieblingslied ist von Execute. Heißt Sniper. Ja. Das Beste an der Force ist, dass nicht irgendwelche dummen anderen Spieler kommen und mit übelst krassen Waffen deine töten. Ja, das mag ich an Battle Royale spielen halt einfach nicht. Das ist halt einfach der Fakt. Hier müssen ein paar Lampen rein. Ich sollte mal was trinken. Hier wird es nämlich langsam auch kalt. Aber. Achso, ne, war ja richtig. Tobidi. Ja, auch noch. Über den. Besten über. Gut, jetzt brauche ich wieder einen Schädel. Habe ich hier irgendwo noch Gegner? Sind hier noch Gegner? Ja, da unten ist noch jemand. Ja, moin. Er lauft doch nicht weg. Nur weil ich dir ein Handy gegeben habe. Scheiße, ey. What the fuck? Gib mir meine Pfeile. Sehr gut. Hier bekomme ich einen Schädel. Die Base an der Forest ist das nicht. Irgendwelche dummen anderen Spieler. Also, ein Kumpel und ich haben mal eine Leiche auf einem Einkaufswagen gelegt. Was? Einkaufswagen und der Wagen lag danach im Wasser. Weil es hochgeboostet. Ein Einkaufswagen? Digga, hat der das in echt gemacht oder was? Gib mal bei Google. Ich hasse es, wenn eine. Was? Ich hasse es, wenn ein und schaue, was kommt bei mir. Kann ich. Kam, ich hasse es, wenn ein Chinchilla das Universum frisst. Skillet, ja, kenne ich vom Hören her. Vom Namen her kenne ich's. Speichern wir gerade. So, jetzt haben wir ein paar Nächte überlebt. So, wir machen das. Pennen wir noch? Auf vegan hast du es durchgespielt. Ja, nice. So, ich habe noch einen Schädel. Jetzt mache ich noch eine Lampe. Aber ich höre die nicht. Skelett, ich höre die nicht. So. Hier drauf kommt dann ein Dach. Das machen wir so. Das müsste eigentlich funktionieren.
können wir nämlich. Ja. Dann ziehe ich dazwischen noch Steinwände. Ja, sieht cool aus. Hier noch einen hin. Mich funktioniert das so mit der Verbinderei. Das ist immer so eine Sache. Und da noch einen hin, würde ich sagen. Da haben wir hier vorne, haben wir ja alles abgedeckt. So, wunderbar. Dazwischen kommen dann Steine. Genau so. Das sieht cool aus. Oh Gott, wird das hier wieder eine Arbeit, Leute, ey. In welchem Difficult hast du die Faust schon durchgespielt? Bis jetzt schwer und in leicht. In Hardcore hatte ich, ich wollte nicht schwitzen dabei. Ach so, die Holzstämme, den Holzwagen, den Gleiter da, den Schiebewagen, keine Ahnung, wie heißt der, Transporteur. Deine alten Location-Videos waren echt hilfreich. J-Play only. Das heißt, die neuen sind echt kacke. Es tut mir echt leid. Bin ich mal gerade was am gucken. Silke, moin. Jetzt mal die ganzen Dinger da rein. So Leute, ich baue das da oben noch mit den Holzteilen fertig. Ich ziehe mal eine Decke rein. Und dann pflanzen wir dort oben den ganzen Gewächsgarten da an. Aloe Vera und sowas. Und Beerensträucher. Aloe Vera ist wichtig, dass man das anbaut. Wegen der ganzen Lebensversorgung. Ich gehe noch ein bisschen Holz machen. Das sieht sehr cool aus. So. Danke, dass du so viele Videos machst. Kein Problem. So viele waren es ja auch in letzter Zeit gar nicht. Gut, es gibt halt einfach nicht mehr so viel zu machen in The Force. Oder zumindest mal habe ich so viel abgedeckt. Bist du Team PS5? Oder Team Xbox Series? Kühlschrank. ich habe eine PS5 daheim. Von daher bin ich Team PlayStation. Was wirst du machen, wenn jetzt genau einkaufen, wenn zwei Armsen und zwei Spinnen auftauchen? Gegen sie kämpfen. Ganz locker leicht. Ohne Rüstung. Und vermutlich dabei sterben. Könnte passieren. Hier sind noch ein paar Sticks, die gönne ich mir. Denn jetzt mache ich gleich ein paar Pfeile. Und dann würde ich sagen, im nächsten Stream gönne ich mir doch fein die Taucherausrüstung und den modernen Bogen. Dann haben wir das schon mal abgedeckt. Dann versuche ich irgendwann in einem Speedrun auf der Schwierigkeitsstufe normal natürlich mal The Forest so schnell wie möglich durchzuspielen. Würde mich mal interessieren, wie schnell ich das schaffe. Ich weiß, in 6 Minuten ist es durchgespielt. Aber, das ist ja wahrscheinlich mit einem Trick oder so, mit einem Glitch irgendwie. Ich glaube nicht, dass man bei Megan irgendwie ohne Waffen irgendwie gut bestehen kann. Glaube ich, weil nicht. Nach einem anstrengenden Tag gönne ich mir dein Video. Danke. Sowas höre ich immer gerne. Nein, deine neuen sind auch cool. Hättest mal sollten was anderes sagen. Das wird sich ändern, wenn Sons of the Forest draußen ist. Okay. Das hört sich aber jetzt so an, als möchtest du keine Videos. PS4 kann man als Klimaanlage benutzen. Oder als Konsole. Oder beides. Ja, meine PS4 Pro ist nicht so laut.
Dafür meine ganz alte PS4. Die erste, die ich hatte, von 2013, die. Und die PS5 ist halt super leise, ey. Außer ihr habt mal ein Spiel drin und guckt einen Film oder so, dann kann es sein, dass er manchmal auf die CD zugreift und die dreht im Laufwerk. Ich glaube, der Fehler ist immer noch da. Das ist dann ein bisschen doof, aber die ist das nicht störend. Ist nicht störend laut. So, jetzt will ich das machen, was ich die ganze Zeit machen wollte. Und zwar... ein Dach hier reinzimmern. So, F6. Haben wir ja gelernt. Nice. Das sieht ziemlich sieht ziemlich witzig aus und sind ungefähr 60 Baumstämme, die ich noch fällen muss, damit ich das hier bauen kann. Dann kannst du wieder Videos machen und das 24/7. Ja, ist echt so. Wann ist der nächste Stream? Der nächste Stream wird morgen sein. Morgen kommt das 5K Abo Special, wo wir auf den Film reagieren. Ich werde das heute Abend noch posten. Jetzt gleich nach dem Stream. Das Bild dazu, guckt einfach im Community Hub mal vorbei und auf dem Discord, da werde ich es auch posten. Da werden wir dann morgen Abend ab, wahrscheinlich wieder ab 8 Uhr, ich überlege es mir noch genau, wann es sein wird, werden wir da gemeinsam reacten dazu. Ich zeige ein bisschen was aus meiner Vergangenheit, was wir so gemacht haben. Ich hoffe, ihr feiert das, weil es hat auch was mit dem Wald zu tun. Der Film, den wir uns ansehen werden, ist ein Mix zwischen Predator und Rambo. Super schlecht, super trashig, aber mit viel Herzblut und Liebe. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Ich offenbare euch ein bisschen aus meiner Vergangenheit und zeige euch ein bisschen was aus meinem verkorksten Leben. ich finde Schwierigkeit normal ist mega schwer. Ja, der kann auch schwer sein für Leute, die vielleicht noch nicht so geübt sind. Oder das will ich sehen, wie du mit 4 Echsenhäuten und 3 Knochenrüstungen ohne Pfeile gefühlt 5 Mutanten besiegst und sie daran hinderst, dein Haus zu zerstören. By the way, du hast ein cooles Haus, danke. Ja, wenn sie vorbeikommen, können wir das gerne mal testen. Wann kommt Sons of the Forest? Dieses Jahr. Was ist dein Lieblingsanime, wenn du welchen schaust? Naruto. Ey, ohne Witz, ich habe mal schwierig gespielt. Jeden Abend kamen 2 Amsis und ein Virginia und ein Dicker spiele ich einmal auf Hardcore, Bruder, nichts kommt und der erste dicke Vieh war eine Spinne nach zwei Tagen. Kommen die nach 2 Tagen schon? Benutzt du Mod-Menü? Ja, aber nur zum Fliegen. Also nur zum Bauen, Entschuldigung. Nur zum Bauen. Hier, ich kann zu allem anderen nicht. Ich bin echt gespannt, wie der Endboss in Sons of the Forest aussieht. Ja, ich auch. Guck nicht auf die Kommentare und farm. Ja, ich muss auch jetzt farmen. Oh Gott, noch 57. 57 verdammte Loks. So, hier gehen wir mal dran. Hier war noch keiner. Also doch, ein Vogel. Antonio, hast du dir meine Freundin jetzt angesehen? Über den Twitch-Link. Nee, in normal und schwer spawnen die auf jeden Fall erst ab dem 10. Tag. Den haben wir nämlich jetzt gerade. Hier, 11. Tag. 10. Tag hatten wir und da sind die direkt schon hier
angekrochen gekommen, die Virginia, hier unten irgendwo links, da läuft die rum, keine Ahnung. Und bei Hardcore spawnen die direkt vom ersten Tag, oha. Kannst du in den Sting die Kettensäge leiser machen? Ich weiß nicht, ob man die Kettensäge irgendwie einzeln leiser machen kann. Hast du schon mal hast du schon einmal Valheim gespielt? Boah, wir haben Valheim durchgespielt. Wir haben den letzten Boss gemacht, der bis jetzt vor dem Update halt da war. Bis dahin haben wir es gespielt. Es gibt auch, guck mal, kannst du gerne auf Twitch bei mir vorbeigucken. Und da wirst du dann ein Video von mir sehen. Da habe ich live gestreamt, Valheim. So, sorry für alle die jetzt. Ich fälle noch ein paar Bäume. Geht ganz schnell. Bärchen. Ja, falls du meine letzten Videos gesehen hast, stimmt, ja, danke Luxury, habe ich ganz vergessen. Ich habe ja auch Tutorials dazu gemacht. So ein paar Guides, aber die sind nicht so gut angekommen, muss ich sagen. Da hatte irgendwie keiner Lust drauf. Übrigens, ich habe in meiner normalen Welt Timmy aufgegeben und dann kam Megan, also die richtige Megan, die man auch im Endboss-Fight hat. Keine Ahnung, wieso sie zurückkam. Also, ja, nee, klar, wenn du das alternative Ende spielst, dann kommt eine alternative Version von Megan auch. Das ist Megan 2.0. Wenn du die tötest und tötest den Wurm nicht, der dabei ist, der wird dann, also diesen komisch schleimigen Egel oder was das ist, keine Ahnung. Wenn du das Ding nicht tötest, das vermehrt sich, das verdoppelt sich und wird dann zu diesem Wurm. Und der kann verschiedene Formen annehmen. Der kann fliegen, der kann sich zu einer Riesenspinne transformieren und sowas. Total kranker Shit, ey. Wenn man das sich so überlegt mal. Lag vielleicht daran, dass ich viel das Artefakt benutzt habe. Das kann sein, ja. Was hältst du von Attack on Titan? Einer der besten Animes der letzten paar Jahre. Und Manga natürlich. Wobei er jetzt zu Ende ist. Das letzte Manga-Kapitel kam vor 2 Wochen raus. Glaube ich, 2, 3 Wochen. Und jetzt warten wir gespannt auf die 4. Staffel. Zweiten Teil von der 4. Staffel. Und ich weiß schon, wie es ausgeht. Ich werd natürlich jetzt nicht spoilern. Oder sie wollte eine Revanche. Das kann sein, ja. Das kann auch sein. Ah, es sind nur noch 41. Sind nur noch 41. Baumstämme. Wer hat denn da geschrieben? War das der gute Wolle? Wolle, falls du den Livestream siehst, ja. Dann, kannst du gerne vorbeischauen. Ich bin aber nicht mehr so lange online. So, holen wir uns noch. Wann denkst du, kommt Valheim für PS4? Boah, das wird noch... Wenn überhaupt, kommst du für PS5? Ich glaube nicht, dass es noch für PS4 kommt. Und wenn, dann dauert's. Dann dauert's. Das Spiel ist erst im Februar aus dem Early Access raus. In den Early Access rein, Entschuldigung, im Februar. Das dauert. Bis sowas auf der PS4 kommt, dann kommen normalerweise Spiele erst raus, die released werden. Nicht wie auf dem PC. Sammeln wir mal hier noch das Holz zusammen.
War ja bei DayZ auch, da gab es eine extra Version dann nachher. Auf der PS4. Ich glaube, DayZ gab es auch für PS4. Was mit dem. Jemand hat mich gesperrt. Ja, was stand denn da? Vulcano, das sollte andere Kinder darstellen, bei denen komische Experimente gescheitert sind. Wenn du diesen Wagon halt tötest, kann der Wurm spawnen. Wenn du denkst, du. Wann denkst du, kommt Valheim für PS4? Achso, das habe ich ja vorgelesen. Was hältst du von Assassination Classroom? Und Death Parade. Death Parade habe ich nicht gesehen. Assassination Classroom fand ich gut. Sehr trauriges Ende. Aber guter Anime. Ich glaube sogar ein reiner Anime. Gab es dazu einen Manga? Ich habe es nicht gelesen. Tut mir leid, Clemens. Es wurde gelöscht. Von einem Mod. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Ich habe heute den Manga von Attack on Titan bekommen. Ich habe auch das erste Buch hier. Muss mir noch den restlichen Manga kaufen. Ja, den Wurm kenne ich. Ich war mal im großen Kannibalendorf, hatte Megan noch nicht besiegt und auf einmal kamen viele von den Würmern. Ne, das kann nicht sein. Megan kommt erst dann, die Würmer kommen erst dann, wenn du Megan besiegt hast. Wenn du das alternative Ende gespielt hast, dann kommt erst Megan. Ach, dann kommt Megan 2.0, genau, die Würmer. Alter. Digga, wieso sammelt der keine Federn? Sieht sehr witzig aus, das Haus hier. Ich band 29. Bist du ein Anime-Fan? Ja, ich liebe Animes. Wie lange geht der Stream noch? Wir werden jetzt noch das Dach da fertig bauen. Und die Steinwand fange ich nicht mehr an, glaube ich. Danach können wir noch ein bisschen quatschen. Ihr Lieben. Was war das? Ich hatte die auch mal und meine Mates waren halt ungeschützt AFK. Das war halt blöd, aber hab sie bekommen. DayZ gibt es auf PS4. Ja, danke. Wusste ich doch. Ich hatte doch irgendwas im Kopf. Ja, wir müssen noch 27 Blocks. Dann die machen wir noch. Dann, ja, das müsste doch passen. Das müsste eigentlich passen von der Zeit her. Es kann sein, dass das Spiel manchmal spinnt. Dann passiert das gerne mal. Das ist, dann kann das passieren, das stimmt, ja. Hatten wir auch schon mal. Die Würmer kamen aber früher, war vielleicht ein Glitch. Tag 50 oder so. Ja, wie gesagt, kann passieren. Kennt jemand Yamada? Cool, ist auch ein cooles Anime. Nope. Aber welchen Anime ich euch empfehlen kann, der auf Crunchyroll auf Deutsch ist. Hörst du bitte auf? Ist Jujutsu Kaisen. Der ist sehr gut. Den feiere ich im Moment, den Anime. Oha, ich bin Naruto Folge 10 und ich persönlich finde es langweilig. Wer weiß, vielleicht ändert sich noch meine Meinung, bin erst Folge 10. Spätestens ab dem Kampf zwischen Zabuza und Naruto und Sasuke
änderst du deine Meinung. Habe ich nicht recht, Pain? Ich habe Naruto dieses Jahr mal angefangen und bin bei Shippuden Folge 320. Ja, na, ganz am Anfang. Also mich hat Naruto auch erst gecatcht ab dem Kampf Zabuza, Sasuke, Naruto. Dann hat es mich richtig gecatcht. Ab dem Moment habe ich Naruto gesuchtet bis zum geht nicht mehr. Das war mein absoluter, oder ist mein absoluter Lieblingsanime. Ich habe die Manga-Bänder hier. Leider nur, ich glaube 50 Stück. Ich muss noch die letzten zwei, die letzten 12 muss ich mir noch besorgen. Ja. Ich habe mal eine 300-Stämme-Wand gemacht. Und dann kam irgendein Typ und hat abgebrochen. Ich war fast ver... Alter, was? Da kam einfach ein Typ? Bist du auf dem öffentlichen Server gewesen oder was? Ich finde Animes irgendwie pervers. Ja, dann hast du die falschen Animes geguckt. Entweder Ero-Animes oder Hentais. Und die sind pervers, ja. Aber ein guter Anime ist nicht pervers. Aber was heißt, ein guter Anime ist nicht pervers? Was soll das? Das ist jetzt... Das hört sich auch komisch an. Es gibt perverse Animes, aber nicht jeder Anime ist pervers. Vor allem Narutos... Ja, es gibt Szenen, die sind... Habe ich noch einen Pfeil? Ja. Ja, und jetzt haut er eh ab. Hey, Digga, dein Kumpel ist tot. Ah, nice. Digga, dein Kumpel ist doch tot. Mann. Gott, wie viele Steine. Wie alle Naruto so langweilig finden. JoJo's Bizarre Adventure. Einer der kranksten Animes, die es irgendwie gibt, ey. Vom Aussehen her. Mein Lieblingsanime. Ich finde Naruto ein bisschen langweilig. Ja, wie gesagt, der wird so gut. Es ist nicht umsonst einer der drei großen Animes gewesen zu seiner Zeit. Mit One Piece und Bleach. Damals noch. Bleach, ey. Bleach ist auch ein sehr guter Anime. Und One Piece natürlich. Die erste Staffel, JJBR, ist nicht so gut, aber ab der zweiten Staffel wird es so nice. Vor 4 Monaten angefangen, Folge 480 bei Shippuden, easy. Lippi, gönn dir. Ja, das ist fast jeder Anime, das stimmt schon, ja, das stimmt. Mondmaster, da könntest du recht haben. Ich persönlich bin nicht so der Fan von Animes. Ja, das ist auch kein Ding. Das ist auch kein Ding. Verurteilt dich keiner. Ich mag nur so Leute nicht, die... ich zähle dich jetzt nicht dazu. Die anderen Leuten dann sagen, Animes sind scheiße oder so. Habe ich auf TikTok jetzt schon oft genug gehört, wo dann Leute sagen, brauchst du mir mit Anime nicht zu kommen, das ist ein Kinderkacke. Diese Leute haben nie Animes geguckt und wissen gar nicht, was oder wie krass manche Momente sein können. Weil überlegt euch mal, ihr guckt eine Serie, da spielt ein Schauspieler mit, ja? Der Schauspieler stirbt in der Serie, ihr trauert ein bisschen, aber da ist nicht so viel Emotion drin, weil ihr genau wisst, diesen Schauspieler seht ihr, ist ja nur ein Film, seht ihr in anderen Filmen oder in anderen Serien wieder, ja? Der stirbt halt nur in dieser Serie. Anime-Charaktere sind ganz krass. Wenn die sterben, sterben die für immer. Die gibt es dann nicht mehr. Die werden nicht immer wieder belebt. Und darum ist die Trauer auch viel höher. Gerade wenn man sich in verschiedene Charaktere richtig reinversetzt oder mit denen man sich identifizieren kann. Das ist es halt.
Darum ist der Schmerz und die Trauer, die wir durch Animes erfahren, wenn Charaktere dort sterben, denke ich mal höher, weil wir keinen Ausgleich haben. Wir sehen die Charaktere nicht, oder nicht die Charaktere, aber wir sehen die Personen nicht wieder. Die kommen nicht wieder. Das ist es halt. Ich gehe da mal noch grillen, den da. Reader of Hilo. Healer. Ist gut, Gerümpelkiste. Ja. Abartiger, kranker Shit. Hast du ein Location-Video-Playlist? Ja, ich habe eine Gaming-Guide-Location-Playlist. Guck einfach mal auf meinem Kanal. Skip die Filler. Story verpasst du da nie. Ich hasse Leute, die den Manga gelesen hat und übelst spoilern, dann würde ich am liebsten alles spoilern. Beste, ja, doch, mit Edo Tensei schon, aber ich eine ganz bestimmte Person in Narutos Leben, wird die wiederbelebt? Nein! Leute, wenn ihr einen geilen Anime-Film gucken wollt, guckt euch Your Name an. Ist auf Netflix drin, wenn ihr Netflix habt, guckt euch den an, der ist mega, ich liebe den. Ach du, dein Darling in the Franxx. Mein Gott. So Leute, das Dach ist gleich fertig. Gleich haben wir es geschafft. Ich verbrenne noch den einen Typen. Bring noch Zeug rüber. Ja, TikTok musst du voll aufpassen. Du kannst heutzutage nicht mehr TikTok gucken, ohne gespoilert zu werden. Das ist ja der Witz dabei. Da musst du höllisch aufpassen. Verdrückt mich immer. Ah, ich kann noch abkochen, das Wasser. Jetzt. Sehr gut. Wunderbar. So. Holen wir den Rest noch rein. Was findest du besser? Classic oder Shippuden? Classic ist halt, damit bin ich groß geworden. Classic ist halt meine Kindheit und Shippuden halt so meine Jugend bis jetzt eigentlich so meine späten 20er Jahre. Hört sich sehr komisch an. Und noch ein Baumstamm. Obwohl, Leute, das sieht doch nicht aus, als würde da nur ein Baumstamm fehlen. Also ich würde eher sagen, Classic hat mich halt gefesselt. Da gibt es die geilsten Momente. Vor allem ist Sasuke gegen Naruto der beste Kampf. So, ihr Geilen. Sieht richtig nice aus, das da. Wir gucken uns das Ganze mal von unten an. Am besten penne ich mal gerade eine Runde. Du bist ein nicer YouTuber, ich feiere deine Default Location. Mach mal ein Video, wo du dir eine Welt Stuff gibst und dann Challenges machst. Zum Beispiel du gegen 5 oder 7 Mutanten. Das machen wir aber in einem Stream. Weil das kann ich ja in Videos, ist das nicht so geil. Das machen wir in einem Stream, so Challenge-Stream. Ihr gebt mir so Challenges und ich versuche das dann zu erfüllen. Kann ich jetzt hier mal... Ich hasse es. Ich muss ja halt einfach weg.
So, ihr Lieben. So sieht das Haus aus. Hier wird noch ein bisschen verbessert natürlich. Aber im nächsten Stream werden wir uns ganz klar den modernen Bogen schnappen und das Tauchgerät. Ja. Ich feiere generell deine Faust-Videos. Was? Leihst du bitte mal, was ich gelesen hast? Was? Was hast du da? Ich soll irgendwas lesen, was du geschrieben hast, meinst du? Du hast doch nichts geschrieben. Ja, das stimmt. Das ist auch die beste Story im Spiel. So, Leute. Ich hoffe, ich swipe mal um auf... ich speichere mal hier noch einmal. Hier. So. Dann springen wir mal rum. So. Eine Challenge-Stream wäre so nice. Liest du bitte mal, was ich geschrieben habe? Doofe Autokorrektur. Was hast du denn geschrieben? Wo hast du denn was geschrieben? Warum muss das Ende von Assassination Classroom so traurig sein? Ich habe geheult. Ja, das war halt einfach super. Krillin. Meinst du jetzt von Dragon Ball Krillin? Weil der wird nämlich anders geschrieben, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin von Naruto-Spoilern umgeben. In einer meiner ersten Welten hatte ich einfach 3 Walls und ich habe insgesamt 3000 Holz gekostet. Wir haben 10 Tage für den Mist gebraucht. Aber hat sich gelohnt. Das freut mich. Ah. Denkst du könntest irgendwann von YouTube leben? Das ist gar nicht meine Absicht. Ich habe einen festen Job. Ich bin eigentlich zufrieden. Ich mag Bodenständigkeit. Und wenn ich nebenbei ein bisschen Geld verdienen kann, so mit YouTube, ist das ganz, ganz nice. Aber ich werde, glaube ich, nie auf Vollzeit wechseln. Das ist mir zu riskant. Gerade in der heutigen Zeit, wo ganz viele Sachen super schnell verboten werden, wie zum Beispiel Gesetze, Urheberrechtsgesetze, die im Internet auftauchen, oder diese ganzen Streaming-Sachen mit, Rundfunklizenzen und sowas. Damit Leute dazu joinen können, also Bolle zum Beispiel oder Max, wenn es bei denen geht, sollte das in dieser Staffel passieren. Gingerbread! Moin! Du warst ja ewig nicht mehr hier. Gott, so lange nicht mehr hier gewesen. Hallo an alle. Ich finde, du hast voll die entspannt. Danke. Ich weiß nicht, was ich bin, aber danke. Guck den Anime XW. Ja. Ja, von Dragon Ball. Weiß nicht, wie man schreibt. Schreibt mal Kururin oder so. Irgendwie mit K-U-R-U, irgendwie sowas. Man kann eine PS4 als Heizung, Klimaanlage und Konsole besitzen. Oder alles. Ach, stimmt. Ich hoffe, du wartest im Wartezimmer, wenn du noch online kommst, bis der Doktor dich moved. Nee, ihr habt jetzt nicht dem noch eine Doktorrolle auf dem Discord gegeben, dann platze ich. Du bist mir echt sympathisch, Mann. Ist Stimme sorry? Ah, danke.
Gingerbread, es ist gar kein Ding. Es ist gar kein Problem. Prüfung und sowas und Schule und sowas geht immer vor. Es ist immer wichtiger, als hier der Gerümpelkiste zuzugucken, denn hier lernst du nichts fürs Leben. Hier lernst du nur, wie du in den Wald rausgehen kannst und baust dir eine verdammte Hütte aus Holz und klatscht ein paar Mutanten, auch wenn das halt einfach nur die Behinderten aus der Umgebung sind. Wunderbar. Ihr Lieben, es war mir ein Vergnügen, mit euch hier wieder mal zu chatten. Was isst du da? Was sind das? Knusprige Puffuletti. Das sind so Maisdinger. Wisst ihr, was ich meine? So Maisdinger, die auch immer im Amazon-Paket oder so drin sind. Also, die sind aus Mais. Es gibt ja auch welche aus Plastik. Irgendwie sowas. Aus Schaumstoff. Versuch mal, Steine eine Burg zu bauen. Wir können auch gerne mal so einen kreativen Stream machen, wo wir einfach nur labern und ein bisschen was bauen. Im Kreativmodus. Wann wäre der nächste Stream? Morgen. Gingerbread, morgen kommt das 5000 Abo-Special. Wir werden auf einen Film reagieren. Ich guck mal gerade, ob ich das Plakat mal kurz euch zeigen kann. Mache ich denn das jetzt? Ich lege das dann mal kurz auf den Chat. Ich hoffe, das ist okay. Ah ja, genau. Ich ziehe das mal hier drüber. Das ist jetzt zwar Ori, aber ich mache das andere Bild dann rein und dann zu diesem Film. Genau. Oh. Nee, Moment. Ich entferne das mal. Ich füge ein neues Bild hinzu, dann zeige ich euch das. Quelle hinzufügen. Ja. Hinzufügen. Durchsuchen. Moment. Weiter. Fertig. So, dann ziehen wir das mal rein. Ich hoffe, ihr seht das. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seht das. Auf diesen Film werden wir reagieren. Hast ja Bart bekommen. Ja, den lasse ich mir schon seit ungefähr 8 Monaten wachsen. Nobody's Sons. Haben wir 2015 gedreht. So ein kranker Film, ey. Der ist so trashig. Wie ein Lehrer bei Zoom. Ich weiß nicht, wie verabschiedet sich denn wie verabschiedet sich denn ein Lehrer in Zoom? Ja, der Film ist halt super trash. Wir haben ja alles mit einer Handykamera gefilmt und so. Aber das werde ich alles morgen noch erläutern. Aber das finde ich halt cool irgendwie, als 5000 Abo-Special so ein bisschen was von mir zu zeigen.
Ich hoffe, ihr seid zufrieden damit. Ich wüsste auch nicht, was ich als 5000 Abo Special machen sollte. Genau der. So, wie gesagt, über diesen Film lacht morgen die Welt. Ich hoffe, ich komme. Er wird ganz ausgestrahlt. Black Desire, moin. Nein, leider nicht. Ich werde jetzt gleich offline gehen. Nee. Wie lange zum, was ist das? 10.000 Abo-Special. Boah, das dauert noch ein bisschen. Antonio, wie lang der Film geht? 1 Stunde und 30 Minuten geht der Film. Wurde über 2 Jahre gedreht. Ich kann es auch gerne noch einmal einblenden, wenn ihr es möchtet. Ich kann es jetzt nicht besser einblenden, aber wir werden uns den zusammen angucken. Ich gucke den Trailer gerade, ich finde den jetzt schon geil. Wir können uns den Trailer auch gerne noch angucken, wenn ihr wollt. Wollt ihr, dass wir uns den Trailer noch angucken zum Film? Sollen wir das gerade machen? Dann würden wir uns den noch angucken. Dann gucke ich gleich mal, wie ich das am besten mache. Ich hoffe, ihr habt da Lust drauf. Mach mal den Trailer an. Ja. Wer ist denn der coole Typ ganz oben? Ihr solltet mal auf den Star Wars Film von Maul reagieren. Ja, den kenne ich. Ich gehe mal hier live. Moment. Hier ist noch The Forest an. Aber wir machen Fensteraufnahme. Und dann so. Ich teste mal gerade. Ja, das ist zu laut. Wie ist das so? Ist das gut? Ist das gut so? Vom Ton her? Wenn ihr das hier hört, wir brauchen einen Helikopter, wir sind am Abholpunkt.
Irgendwas tötet meine Männer. Was war das? Vor dem Film. Was war das? Was ist das für ein Geräusch? Die Facebook-Seite gibt's leider nicht mehr. Vom Film. Die gibt's leider nicht mehr. So. Ich hoffe, dass wenn wir diesen Film gucken, euch das 5000 Abo-Special auch gefällt. Das war jetzt so ein kleiner Vorgeschmack. Wenn ihr Bock drauf habt, schaltet morgen ein ab 8 Uhr. XW sagt die Wahrheit. Ja, nee, das ist ja auch kein ernstzunehmender Film. Der ist so trashig, der Film. Da sind so Sachen eingebaut, dass du den nicht ernst nehmen kannst. Der ist nicht zum Ernstnehmen da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich werde jetzt offline gehen. Bolle, danke, dass du noch eingeschaltet hast. dieser graue Bart war so geil. Das ist richtig geil. Wann guckst du den Film? Morgen? Morgen ab 8 Uhr. Epileptika. Ja, du bist auch dabei. Du warst gerade eben noch im Bild zu sehen. Peinlich. Jetzt werde ich von meinen eigenen Mods noch gemobbt, ey. Bollywood lässt grüßen. Nein, wir sind besser als Bollywood. Also wir sind auf jeden Fall besser als jeder Tele5-Film. Bin auf jeden Fall morgen dabei. Das freut mich. Leute, sagt jedem Bescheid, teilt den Stream. Wir werden morgen reacten. Das heißt, ich werde dann aber auch Pause drücken im Film. Das werde ich morgen nochmal sagen. Und dann kurze so Entwicklerkommentare dazu. Entwicklerkommentare. So Regisseurkommentare dann bringen. Ich muss aber an verschiedenen Stellen da halt Musik, lizenzierte Musik drin ist, muss ich halt mal gucken. Könnte dann sein, dass im Nachhinein an verschiedenen Stellen dort, wo die Musik läuft, dass der Ton dann weg ist. Oder ich es schon im Stream dann schon versuche zu muten, die Stelle. Es geht halt um verschiedene Lieder, die wir benutzt haben. Wir wussten halt damals nicht, dass das nicht erlaubt ist und so. Ja. Deswegen. Sag tschüss wie ein Lehrer. Wir sehen uns dann morgen. Tschüss. Wunderbar, freut mich. So, ihr Lieben, dann wünsche ich euch was. Ich mache mal wieder Musik an. Dann wünsche ich euch was und bleibt gesund, habt noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann morgen Abend. Ab 8 Uhr, würde ich sagen. Schätze mal 8 Uhr. Ich kündige es trotzdem nochmal an. Wir sehen uns. Ciao, ciao.